Test, test. Yeah.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur Biermeile. Hallo. Für alle, die uns nicht kennen, das ist Micha, ich bin Marc. Wir sind heute hier die Moderation im Stream, zumindest so lange, bis ich selbst laufen werde. Und ja, wir werden euch jetzt hier ein bisschen durch den Abend führen und werden mal schauen, was hier gleich abgeht. Also für alle, die nicht wissen, was eine Biermeile ist. Biermeile heißt, wir sind hier auf dem im Stadion. Wir haben eine 400 Meter Runde und gelaufen werden 4x 400 Meter hintereinander. Und die 400 Meter beginnen immer mit einer 0,33er Flasche Bier. Heute von Herz und Heimat, von einer kleinen, süßen, regionalen Brauerei aus Rohrbach. Es ist von Craft Beer Saar. Der Braumeister heißt Chris. Er hat sein Bier heute mit drei Worten beschrieben, und zwar handwerklich, leidenschaftlich, gesellig-süffig als ein Wort. Genauso wie wir sind. Genauso wie wir sind, genau. Und alle, also vor den 400 Meter werden immer die 0,33 Bier getrunken. Die müssen leer sein. Das Bier wird gezeigt, dass es leer ist, indem man es sich über den Kopf hält. Und dann darf die nächste Runde angetreten werden. Jetzt geht's auch gleich schon beim ersten Lauf los. Wir sind ready, jawohl. Wir starten mit dem Lauf 1. Wir haben absolute Legenden in diesem Lauf. Wir haben einen, der läuft im Bärenkostüm. Wir haben einen Batman, einen wirklich authentischen Batman. Ich glaube, es ist wirklich Bruce Wayne, wenn ich jetzt so hingucke. Könnte auch von der Figur her passen. Und der Organisator Felix Schwarz von dem ganzen Event hier wird jetzt gleich die Teilnehmer vorstellen. Deswegen halten wir zwei Sachen mal unsere Schnauze und lassen ihn reden. Und wir hoffen, er hört das. Schick ihn aus. Mit der Startnummer 101, Erfinder des Kostümlaufes. Attraktivster Ü47 und U48 Athlet des heutigen Tages. Na, wer kommt denn da angekrebst? Teilnehmer aus dem Kostümlauf. 36 gewaltige Jahresaufbauung und immer noch so jung. Carsten! Carsten Burkhardt, aka die Krabbe. Doch es geht noch länger. Mit Startnummer 104 und Startnummer 105. Heute wird nicht nur der Leib Christi gebrochen. Bei dem sexy Aufwuchs werde ich auch noch gläubig. Gesegnet seien die Kollegen, die heute für Bier ohne Kotzen leben. Peter! Und Franz Josef! Mit der Startnummer 113 haben wir auch die Informatiker zur Bierweile gebracht. Namen sich da mal nicht heute die Festplatte neu formatiert wird. Moritz! Ah, ich Entschuldigung für den Moderator vor Ort, er hatte eine schwere Kindheit. Die schönste Ballerina aus Baden-Baden. Na, das T-Shirt können wir auch eine Nummer enger tragen. Marius! Jetzt haben wir hier die Top 5 des ersten Laufs aufgerufen. Jetzt kommt auch der ganze Rest dazu. Und dann sind wir gleich auch schon bereit für den ersten Lauf. Wir möchten auch noch mal betonen, dass alle Klamotten anbleiben, also ihr könnt in der Leitung bleiben. Alle bleiben angezogen, es wird nur getrunken und gelaufen.
Wir erwarten jetzt hier Laufzeiten um die 25 Minuten für die letzten, für die schnellsten vorne. Also für jeden, der die Biermeile unter 10 Minuten läuft, ziehen wir den Hut. Jetzt ist es soweit, die Spannung erreicht den Höhepunkt. Das erste Bier, das wird das Einfachste des Abends. Ich krieg keine Luft. Ja, wir sehen den Tornado, ein Wahnsinns-Tornado vom Bär. Ich hab Gänsehaut. Oh oh, da geht's schon souverän, geht's nach vorne. Oh oh, der Hase läuft, der Hase läuft, der Hase hat den Bau verlassen. Wahnsinn, Wahnsinn, die Krabbe ist hinterher. Hey Prinzessin, auf geht's! Ja, trotz seines Tornados etwas im Rückstand. Der Pinguin läuft sogar. Da merkt man, da fehlt die Trinkerfahrung. Da fehlt die Trinkerfahrung. Der Tornado war echt für den Arsch. Entschuldigung. Batman! Jetzt kommt Batman. Batman! Jetzt sehen wir hier die führende Karte. Carsten Burger. Schon die ersten 150 wirklich? Meter geschafft. Das sieht noch locker aus. Video Number. Wir nehmen nur die 1. Carsten Burger läuft das Ding von vorne. Der Hase. Knapp hinten dran, aber wir wissen, wie das war mit dem Igel und dem Hasen. Der Igel läuft vor. Oh, 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 es folgt der Flamingo. Wir sehen die Prinzessin. Marius Knösel sieht ganz stabil aus, da ganz außen. Schönen guten Abend jetzt auch in den Chat. Wir haben jetzt hier auch die Nachrichten. Also, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, meldet euch. Wir freuen uns über jeden, der im Stream zuschaut. Falls ihr Fragen habt, einfach melden. Hallo aus Barcelona, liebe Grüße zurück. Ähnliches Klima hier, wenn ich mir die Jungs so angucke. Jetzt sehen wir die Krabbe, die gleich die erste Runde schon beendet hat. Hase, ja, Carsten oh ja, starke Laufperformance. Carsten Burger, schön auf dem Vorschuss, wir sehen das. Wahnsinn, die Prinzessin. Das wird ein spannendes Rennen. Jetzt sind wir gespannt, wer das zweite Bier am schnellsten trinkt. Der Hase eben wirklich sehr, sehr stabil getrunken. Wir warten auf die zweite Performance. Wird. Carsten Burger schnappt sich das erste Bier. Ganz stark. Rollen. Also, wenn ihr seht, der Hase, der trinkt sein Bier in zwei Schlücken. Ich denke, das hier wird heute nicht übers Laufen entschieden, sondern übers Trinken. Genau, das knapper Lauf bisher. Ja, auf jeden Fall. Fünf Leute gleichzeitig im Saufbereich. Oh, Carsten, die Krabbe, da war noch ziemlich viel Überschuss. Lassen wir heute mal gelten. Der Kostümlauf. Oh, die Pinguine stehen zweibeinig da. Das heißt, müde sind die schon. Carsten läuft das Ding von vorne heute. Also ich glaube, er hört noch keinen. Ein Mann auf einer Mission, glaube ich, haben wir da. Ich denke auch. Das ist der Forrest Gump unter den Biermeilenläufern. Oh, jetzt kommen wir ziehen andere nach, die Prinzessin, der Hase. Jetzt geht er. Der Hase. Oh, größer Fall. Es ist ein Flamingo dabei, zwei Flamingos, ein Hase, zwei Prinzessinnen. Für mich die ganz entscheidende Frage, welche Prinzessin muss er sein? Wayne gräbt an der Pilotin rum, anstatt zu trinken. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Dem Bär fehlt die leichte Honigschnose in der Bier. Bär hat jetzt ein zweites Bier geleert. Batman immer noch am Trinken. Da wird sich aber auch Zeit gelassen. Ja, da wird sich auch noch über das Bier unterhalten. Deswegen kann ich auch mal was zu dem Bier sagen. Es ist ein regionales Bier. Aus Rohrbach. Sehr süffig, also reiner als das Reinheitsgebot. So wie die Performance heute unseres Krebses, Carsten Burgert. Das ist wirklich eine astreine Leistung. Der jetzt auch als erster Läufer wieder in die Saufzone kommt, obwohl Batman... Der Biester oder wer das ist und
Das ist ein Ägypter. Ein Ägypter, ja. Die sind ja, das ist zweiten Bier. Der Volker Georg, Batman Bruce Wayne, stößt mit Volker Georg an. Da wird mehr geflirtet als hier. In dem alles im Motto, dabei ist alles. Batman schnappt sich seine Pilotin an der Hand und es geht auf die nächste Runde. Krasenburger, da sehe ich, guckt ihm in die Augen. Keine Zweifel, keine Zweifel. Das Bier in 9 Schlücken runter. Ja, das ist auch der erste Flamingo wieder da. Man muss sagen, die beiden Prinzessinnen, ja, nach wie vor Seite an Seite. Wirklich. Also, ich weiß gar nicht, für welche ich mich entscheiden würde. Die Flamingos, das ist alles, das ist mir alles hier ein bisschen zu fair. Also da wird auch noch angestoßen, aber eigentlich ist das der Grund, warum wir hier sind. Da wird das sportlich mal ein bisschen an die Seite gepackt und da geht es eher darum, sich hier ein bisschen zu bewegen, Leute kennenzulernen, den Hund mitzunehmen, eine Runde Gassi zu gehen und dabei einfach ein köstliches Bier zu genießen. Vielen Dank auch an unsere Helfer, die immer wieder die Körbe hinstellen. Keine Sorge, die rühren kein Bier an. Das sind wirklich nur Helfer, falls jemand fragt. Unsere zwei Heiligen, also ich würde mal behaupten, die nehmen sich in jeder Runde 2 Bier. Also in der Saufzone genehmen die sich, glaube ich, eins mehr als der erlaubt Hund ist. Schon los. Der Hund will auch ein Bier. Oh, 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 oh. Der will auch ein Bier. Der Hund hat die Reste von Carsten Burgert leer geschlabbert und da wird auf die Kollegen noch gewartet. Ja. Ein Halleluja für die zwei und dann geht's weiter. Ja, und es geht in die nächste Runde. Wir sind jetzt bei etwas über 6 Minuten und die Krabbe kommt zum letzten Bier. Also Carsten Burgert heute, ganz starke Performance. Der hat sich sehr dominant in diesem Lauf. Der qualifiziert den Profilauf. Also man muss sagen, da hat jemand im letzten Jahr Blut geleckt. Wahnsinn. Wir sehen hier auch die Carsten Zuschauer Burgert an der Strecke. Ich lehne ein Schluck. Man kann die Performance am Glas oder an der Flasche immer messen in den Schlücken, die man braucht. Also ich habe das Ding hier letztes Jahr gemacht und wer sein Bier in 2 Schlücken hier wegzieht, der ist einfach eine Maschine. Guckt ihm in die Augen. Ist da Platz für Zweifel? Gibt er das Ding heute noch ab? Ich glaube nicht. Der letzte Schluck. Und es geht auf seine Zielrunde. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ab über 7 Minuten, jetzt zählt's. Was kann er die letzte Runde nochmal auf die Bahn zaubern? Wir stoppen mal mit. Unglaublich. Guckt euch diese Dynamik an. Das ist eine, man nennt es die Nähmaschine. Christian Weimer ist leider nicht hier, aber ich glaube, dort hat er sich abgeschaut. Der Kniehub, alles noch vorhanden. Ich glaube, der hat wirklich nur eine kleine Trinkpause gemacht. Oh, der Bär. Hat aber noch wieder im Live-Bild, die nächsten sind wieder in der Trinkzone. Nach wie vor die beiden Flamingos Seite an Seite. Die Flamingos haben die zwei Prinzessinnen mal schön eingesteckt, einkassiert. Da geht's jetzt um Platz 2 und 3. Dann wo die Freundschaft aufhört. Da kommt Marius Knöpf. Die Prinzessin, seine Krone hat. Wie heißt den Richten oder die Krone einfach in den Rand werfen. Jetzt kommt auch Moritz Kleinstrauß zum letzten Bier. Kronen getauscht. Oh. Was ist denn da los? Das ist fast ein bisschen romantisch. Er hat ihm die Krone wieder mitgebracht. Volker Georg ist auch in seiner vorletzten Runde. Da hinten kommt Carsten. Was ist denn mit Carsten los? Carsten, was? Also jetzt, Wahnsinn, ich habe Gänsehaut. Wahnsinn! Die schönste Fahne. Im Zieleinlauf. Wahnsinn, dieser Typ. Stimmung. Unglaublich. 8 Minuten 46, super Zeit. 8 Minuten 46, das ist definitiv schon, geht das schon Richtung Profilauf nächstes Jahr. Wir schalten jetzt auch direkt zum Interview. Ich komme da vorne. Direkt hier vorne. Wir schalten direkt zum Interview mit dem Sieger. Da möchten wir natürlich direkt Impressionen haben. Wir geben ihm keine Minute, wir wollen direkt Impressionen.
Ja, du musst halt hier, er muss halt hier hin direkt. Letzte Runde! Jetzt macht den Platz 2 dicht! Direkt hier vorne. Herr Burgard! Darf ich Sie zu Ihrem Sieg beglückwünschen? Danke, danke. Hatten Sie irgendeine Taktik, die Sie verfolgt haben? Nicht kotzen. Nicht kotzen, hat es funktioniert? Ja. Sehr schön. Was ist der nächste Schritt jetzt? Bier trinken. Sehr schön, so wollen wir das. Der Sieger des Kostümlaufes, meine Freunde. Und ich gehe wieder zurück zu meinen Moderatoren. Auf geht's! Wir sind wieder da. Während der Sieger schon am Ziel ist, müssen alle anderen jetzt zum vierten Bier. Sehr stark, das schwerste Bier. In der Einsatzzone. Noch was nach vorne. Gespannt, wie sich das beim letzten Bier und auf der letzten Runde entwickeln wird. Sagen, er hat das falsche Kostüm an. Der säuft, aber läuft. Also, aber er läuft. Er läuft. Man muss sagen. Und nun sind die auch noch jünger in der Saufzone. Auf geht's, Jungs! Die noch jünger. Alle genau hin. Ich glaube, die genehmigen sich immer 2 Bier in der Einsaufzone. Ich muss sagen, die 2 Gringos schauen sich tief in die Augen. Markus geht zuerst auf die Strecke. Die Freundschaft hört auf. Auf der letzten Runde hört die Freundschaft auf. Wir sehen's. Jetzt wird nicht mehr gewartet. Die beiden Flamingos sind getrennt. Noch Kinder werden gebeten, die Bahn 1 frei zu machen, denn unser Zweitplatzierter nähert sich der Ziellinie. Auf geht es, Marius! Marius Knöse auf Platz 2. Wir nehmen unseren Live-Ticker ab. Wenn ihr euch erzählt, das fühlt sich jetzt richtig schlimm an nach der Weile, dann muss er mal morgens drüber fahren. Wir wollen direkt das Interview. Wir gehen direkt zum Interview. Marius, komm bei mir, mein Guter. Wie war es für dich als Ausländer hier bei uns im Saarland? War schwierig. Sehr tatsächlich So 11 Minuten haben wir, glaube ich. Nee, anvisiert hatte ich 4. Aber gut. Was? Batman kommt auch an seine letzte Infos. Startnummer. Also bei 112 geht auch Batman dran. Er nutzt aber, egal wie müde er ist, er nutzt die Trinkphase für einen gepflegten Talk mit der jungen Piloten. Wir haben im Ziel Platz 3, der Flamingo. Sie müsste. Hat irgendjemand eine schnelle Brille dabei? Auf geht's, Volker! Bis zum nächsten Bier! Volker genießt das hier richtig. Der zweite Flamingo geht auf die letzte Runde. Der Bär braucht Unterstützung! Der Bär leidet hier Höllenqualen. Er rotiert schon das Bier im Körper. Das kostet Verschluss. Das müsste Philipp Götzinger sein. Auf dem vierten Platz. Wahnsinn, die Krone sitzt noch. Das sieht doch richtig frisch aus, dass Tutu sitzt. Übrigens unsere Interviews führt unsere attraktive Vorjahressiegerin Maren Schwarz. Sie hält hier auf den saarländischen Biermeilenrekord der Frauen. Sagen wir so, sie bewegt sich fort, aber sie kann laufen, sie kann saufen wie ein Loch. Oh, Wahnsinn. Hier kommt noch in der letzten Runde richtig Dynamik rein. Bei uns Moderatoren auch. Was bedeutet eigentlich dieses Logo auf deiner Jacke, Mann? Dieses Logo? Ja. Ich sehe da gerade gar nicht. Also ich muss sagen, ich ziehe heute den Hut vor unserem Batman. Ah, ja, ein Trikot.
Triathlon Team aus Saarbrücken. Ja, erster Bundesliga. Da werden wir nachher im Profilauf auch noch den einen oder anderen Starter sehen, die dann diese Zeit, die wir jetzt gesehen haben, die super sind, nochmal deutlich unterbieten werden. Okay, ich bin gespannt. Ich wusste nicht, dass Triathlon eine Bundesliga hat. Ich muss sagen, hier, unser Batman ist tiefenentspannt. Das ist wie Speed-Dating an der Biertheke, wenn ich Batman so zugucke. Volker Georg geht auf die dritte Runde. Wahnsinn. Und wir haben den fünften, Flamingo. Startnummer 103. Richtig gut. Lass dich feiern. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, aber mit 15 Minuten eine super Zeit und Batman und seine Piloten gehen auch auf die letzte Runde. Er kann sich auch noch unterhalten. Ja, ich glaube, da ist man noch nicht am Limit. Da geht's eher so die zweite Disziplin, das Trinken steht im Vordergrund. Aber grandiose Leistung hier in unserem Verkleidungslauf. Was ich immer noch persönlich sehr, sehr schade finde, ist, dass... Dieses Jahr sich leider nicht oberkörperfrei in Frauenunterwäsche zeigt. Im Profilauf. Ich hätte ihn gern gesehen. Vielleicht hätte er es dieses Jahr mal geschafft, ohne zu übergeben, dass er auch in die Wertung kommt. Ah ne, er war ja in der Wertung, obwohl er... Aber... Also das ist auch eine Regel, um das kurz zu erklären. Die Biermeile 400 Meter, es beginnt immer mit einem Bier. 0,33 muss getrunken werden, geäxt werden, danach hält man sich das Bier im Kopf, damit alle... Dann müssen die 400 Meter so schnell wie möglich absolviert werden. Wer während der Biermeile sich übergibt, ist leider ausgeschieden. Leider kann das zählt dann unter das Motto, wer bricht, der wischt. Genau. Muss auf die Laufbahn gereinigt werden. Wir haben glücklicherweise schräg gegenüber zwei Sandplätze. Das kann man sich dann vorstellen wie im Katzenklo. Ansonsten der Biermeile auch hier natürlich, aber es geht dabei sein ist alles. Hier haben wir unsere Pilotin, die wirklich stehen lässt. Mit der Videoqualität gab entschuldigen uns dafür natürlich. Wir hoffen. Ja, warte, ganz kurz. Wir zeigen auch noch unsere Sponsoren, falls ihr Fragen habt. Herz und Heimat, unser von der. Falls ihr hier vorne, ich zeig's kurz, hier unser Bier des Tages ist ein helles aus dem Saarland, aus Rohrbach, vom Braumeister Bierbruder Chris, falls ihr ihn auf Instagram hinzufügen wollt, und von den Herz und Heimat Craft Bier Saar. Er sagt, zu dem Bier ist es reiner als das Reinheitsgebot, also mehr Bio und Regionalität geht nicht. Wenn er sein Bier in drei Worten schreibt, nimmt er die Worte handwerklich, leidenschaftlich und gesellig süffig. Ich muss die Werbung mitmachen, machen sie aber gerne, weil mir das Bier auch sehr gut schmeckt und weil es einfach eine grandiose Sache ist, dass sie so ein cooles Event, wie es heute auf die Beine gestellt wurde, unterstützen. Deswegen, wenn ihr was Gutes tun wollt, entweder werdet ihr Teil der Next Dingma Generation, das ist der Verein, der das oder ihr macht nächstes Jahr auch mit. Ihr macht nächstes Jahr mit und nein, keine Konkurrenzprodukte bitte, hallo. Also, das hat niemand gesehen. Mit dieser Biermarke möchten wir nichts zu tun haben, wirklich. Nee, mal ehrlich, wenn ihr was Gutes tun wollt, die Next Dingma Generation, super junger, sehr sympathischer Laufverein aus St. Ingbert. Treffen sich jede Woche mittwochs abends. Es gibt verschiedene Laufgruppen. Es gibt eine Kindergruppe. Die Eltern können parallel entweder in den Wald gehen oder Intervalle auf der Bahn laufen. Es gibt für jeden Leistungsstand gibt's eine Gruppe.
Gleichzeitig wird abseits des Sportplatzes auch ziemlich viel gemacht, was den gesellschaftlichen Faktor angeht. Man trifft sich, man trinkt auch mal das ein oder andere Bier. Die Marke ist dann auch egal. Und ja, man kommt einfach zusammen. Die Werte des Vereinssports werden gelebt und dabei wird sich auch ein bisschen bewegt. Man tut was für die Gesundheit. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, tretet bei, werdet es nicht bereuen. Und wir freuen uns. Und natürlich habt ihr damit auch ohne, dass ihr Teil des Vereins seid, aber ihr hättet die Möglichkeit, nächstes Jahr bei der Biermeile zu laufen. Wieder Ende Oktober. Und es macht jedes Jahr super viel Spaß. Wie gesagt, leider dieses Jahr für mich keine Biermeile, weil ich die Woche krank war. Aber Marc, okay, macht einen Grundlauf. Mit Start Nummer 1 werde ich versuchen, die beste Leistung auf die Bahn zu zaubern. Alles andere wäre auch... Teilnehmerzahl hat sich von letztem zu diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt. Letztes Jahr waren wir knapp über 60 Teilnehmer. Oh, jetzt sehen wir, wie die Priester ins Ziel kommen. Ja. Da wollen wir natürlich live drauf sein. Ja. Wir haben noch ein Kilo Weihrauch verbrannt, damit die zwei auch würdig begrüßt werden hier. Noch mehr. Wir auch diese Leistung mit jetzt knapp unter 23 Minuten im Ziel. Also ich denke, super. Damon hatte auch Spaß. Damon hat einen grandiosen Tag. Und so können Dinge auch kombiniert werden. Man trinkt, man trifft sich mit Freunden und man geht eine Runde mit dem Hund Gassi. Finde ich super. Ich ärgere mich, dass ich meinen Hund mit dabei habe. Jetzt sind es noch knapp 5 Minuten, bis auch schon wieder der nächste Lauf ansteht. Im Hintergrund singt übrigens Katy Perry live. Live, natürlich. Wir haben alle Acts am Start. Ich muss eine kleine Biermeile laufen. Ich bring dir ein Bier mit. Super. Jetzt vom Veranstalter auch schon das Go bekommen. In 30 Sekunden wird der nächste Lauf schon aufgerufen. Da halten wir doch mal die Kamera drauf und lauschen ein bisschen, was Felix Schwarz zu sagen hat und wer im nächsten Lauf so am Start ist. Die Teilnehmer befinden sich jetzt in diesem roten Zelt. Und dort werden sie jetzt aufgerufen und gehen dann in die Saufzone, um sich für den Start vorzubereiten. Ich erinnere nochmal alle Läuferinnen, dass das Ziel am Ende der Einsaufzone ist, nicht am Anfang. Ihr startet euren Lauf. Hier im Bild sehen wir jetzt Felix Schwarz, den Organisator des Events, der die Athletinnen aufruft. Lediglich das Trinken beginnt an der anderen Linie. Ich darf begrüßen. Mit der Startnummer 201, Vorjahressiegerin im Frauenlauf, Schwester ihrer Brüder und Tochter ihrer Mutter. Als Grundschullehrerin hat sie heute Heimspiel, denn auch heute muss sie Flaschen leeren. Morgen! Schwarz! Mit der Startnummer 202. Barcelona Mitte.
mit den Nummern 208, 214 und 217. Das spritzige Trio aus Saarbrücken, das heute mal zu zweit da ist. Unter dem Motto, der Eisack muss auch Parole sagen. Inga! Und Lea! Und mit den Startnummern 211 und 212. Unsere NGB-Mädels. Ist das Bier auch mit Sinnfall? Naja, egal. Lieber Ena zu viel als Ena zu wenig. Rügel! Und Ena! Genau! Teilnehmerin hat sich jetzt in der Saufzone eingefunden und der Rennleiter wird das Rennen in wenigen Sekunden freigeben. Da vorne an der Linie, trinkt euer Bier auf dem Weg zur Startlinie, beginnt euren Lauf hier und die letzte Runde endet auch hier. Mit Tanja Neubert auch eine aktive Triathletin am Start. Da werden wir läuferisch natürlich eine starke Performance sehen. Da ist dann die Frage, wie sie am Klass ist. So. Da werden wir einen genauen Blick drauf werfen, wie das jetzt aussieht. Das haben wir eben ein bisschen geübt, aber da geht es auch deutlich mehr. Jetzt macht man richtig Lärm für die Mädels. Auch wichtig für die Caster. Verpflegung zwischendurch nicht vergessen und jetzt wieder schnell live. Marc fand mich wieder hässlich, deswegen war ich Bier holen. Cheers. Und das Rennen ist gestartet. Und wir wissen, wir sehen... Maren Schwarz ganz stark am Glas vorneweg. Er wird aber nochmal abgesetzt. Unglaublich! Und sie ist los. Ich muss sagen, als zweites geht Tanja Neubert auf die Laufstrecke. Und die wird jetzt natürlich den Turbo zünden. Ja, man muss sagen, Tanja Neubert mit 4,033er Bier verdoppelt die halt auch ihr Körpergewicht. Also zu Tanja Neubert, zu Maren Schwarz, was soll ich sagen? Immer noch saarländische Rekordhalterin auf die Biermeile. Maren Schwarz noch führend. Man muss sagen, sie säuft halt auch wie ein Loch. Muss man sagen. Also und jetzt sehen wir das Überholmanöver an der Spitze. Noch ein kurzer Trash-Talk, das muss halt sein. Da muss halt, wird halt auch mal ein bisschen... Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Unterstützung. Ja, das ist die Einsaufzone. Die Einsaufzone für Yannick Schaufler. Tanja Neubert hat die Führung übernommen, aber ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass sich Maren Schwarz spätestens beim zweiten Bier die Führung zurückholt. Ich bin gespannt. Tanja Neubert hat das Bier etwas langsamer getrunken als Maren Schwarz, aber auf der Laufrunde aufgeholt und überholt. Das ist natürlich ganz stark, die erste Runde inklusive eines Biers in unter einer Minute 40. Jetzt wird das zweite Bier angesetzt. Das scheint noch locker runterzugehen. Boah, sie setzt es nicht mal ab, also das muss man sagen. Aber jetzt wird doch abgesetzt. Maren Schwarz, kann Maren Schwarz in der Saufzone wieder überholen? Alter, man muss sagen, Tanja Neubert heute, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber ich glaube, das wird für Chris Ziemer, für ihren Freund, gar nicht so einfach, ihre Zeit heute zu schlagen. Also, das ist beeindruckend, was sie an der Flasche kann. Wahnsinn. Wahnsinn. Jawohl, über den Kopf gehalten, Bier ist leer und es geht auch schon wieder los. Sie hat auch die Regeln verstanden, also das Bier muss über den Kopf gehalten werden. Maren Schwarz erheblich unter Druck. Da tut sich beim zweiten Bier deutlich schwerer. Sie hat auch schon einen Gesichtsausdruck wie Felix Schwarz letztes Jahr. Oh! Oh, ey! War das noch regelkonform? Man muss sagen, also da muss ich sagen, da hätte ich gern den VAR. Köln im Keller meldet sich gleich. Also, das war noch mehr als ein guter. Das Flutlicht ist mittlerweile auch an, die Stimmung wird knackig. Sind jetzt einige weitere Athletinnen in der Saufzone angekommen, aber schon einiges im Rückstand auf das Führungsduo. Ja, der Justus muss auch die halbvolle Wanne von Maren Schwarz wegräumen.
Da kommen die nächsten Damen. Oh, die haben hier einen Podiumswechsel. Einen Podiumswechsel. Das ist ja hochspannend hier. Wahnsinn. Der Sound sollte jetzt nicht kommen. Der Sound soll nicht kommen. Der war einfach in der Playlist. Das ist der Pillenwecker von seiner Schwester. Entschuldigung. Und wir sehen im Hintergrund die Führende, die schon wieder in die Saufzone eindrifft. Eindriftet. Das heißt, wir haben... Ich würde es eindriftet nennen. Aber sie geht noch gerade, der Blick ist, geht gerade aus. Und man muss sagen, eine Leistungssportlerin, die sich gegen die Radlerstaffel entschieden hat. Und hier im Frauenlauf richtig punktet. Und immer noch ganz stabil an der Flasche aussieht. Oh, meine Mädels, jetzt halt richtig spannend. Und auch Maren Schwarz trifft als Zweite ein, greift das Bier und jetzt geht's los. Oh, da wird kurz gezögert. Hei, hei, hei. Maren Schwarz, sie struggled. Der Champion bangt. Das erinnert mich an das letzte WM-Finale von Usain Bolt. Auf 2. Das sieht so aus, als wenn man hier schon mal leckerer geschmeckt als das hier. Wahnsinn. Aber was Tanja Neubert hier auch wieder hinzaubert, außerhalb. Oh, Maren Schwarz. Ui. Maren, möchte die gekotzt? Lass das hin. Nicht auf die Bahn. Oh. Guckt bitte alle mal nach rechts. Wir bleiben jetzt noch hier drauf, weil hier wird es spannend. Bleibt das Bier drin. Also wir haben es eben gesagt. Oh. Oh, ja. Komm, Arne! Ja! Ich muss sagen, so hier ist aber auch was Typisches. Also, jeder, der das hier mal gemacht hat, weiß, das Bier kann auch zurückprobieren. Und Anna hat auch in die dritte Saftzone. Jetzt sind wir wieder bei der führenden Tanja Neubert, die mittlerweile gut 200 Meter Vorsprung hat. Und das hier sieht aus wie lockerer Dauerlauf. Das ist unverschämt. Anna! Was ich auch unverschämt finde, wie Carsten Moran mit seinem selbstgefälligen Siegergesicht aus dem ersten Lauf. Wir schalten drauf. Da hinten im Hintergrund sieht man ihn. Kein Bier in der Hand. Carsten Moran, falls du diesen Livestream siehst. Schäm dich. Schäm dich. Ich glaube, ich rufe mal kurz an. Komm, Anna, kein Kamikaze! Da ist ein Handy da. Ja, wir sehen, Carsten geht ans Telefon. Micha Zimmer am Telefon. Ebenso auch Carsten Burger, der im Hintergrund jetzt ans Telefon geht. Unsere YouTube-Zuschauer sind ziemlich sauer, dass du da mit deinem Siegerlächeln am Rand stehst und kein Bier in der Hand hast. Währenddessen sehen wir, dass Tanja Neubert erneut in der Saufzone ankommt. Hier wird nicht am Rand gestanden, vor allem wenn man jetzt seinen Lauf gewonnen hat. Okay? Also, du musst ein Bier trinken. Unsere YouTube-Zuschauer wollen das. Kamera 2 ist auch. Achso, das ist die Bar. Das geht nicht, dass du da ohne Bier stehst. Währenddessen sieht man jetzt doch, wie groß der Vorsprung von Tanja Neubert ist. So, nun kommen die Verfolger in die letzte Bierzone. Aber Tanja sieht aus, als wäre das hier schon was leer. Jetzt wieder Maren Schwarz am Glas. Letztes Bier machen, komm! Maren, du siehst super aus! Tanja Neubert, ich bin beeindruckt. Ich muss es sagen, ich bin beeindruckt. Wahnsinn. Komm, Maren! Wir sind jetzt bei knapp über 7 Minuten. Tanja Neubert geht auf die letzte Runde unter den frenetischen Applaus der Fans. Man muss sagen, Maren Schwarz hat aber auch einen taktischen Fehler gemacht. Sie läuft nicht den Carbon-Schuh. Oh, aber das letzte Bier von Maren Schwarz war stark. Das letzte Bier war vor allem an dem halb voll, als sie es weggelegt hat. War die Flasche halb voll oder halb leer? Halb leer, das ist die Frage. Das ist immer Einstellungssache. Also meine Flasche ist immer halb voll, aber... Oh, aber man sieht im Hintergrund Maren Schwarz. Am linken Bildrand zu sehen, ja, im auffällig gelb-grünen T-Shirt. Wir wissen, die Biermeile ist mit einem Sprung schnell vorbei. Das ist dein Applaus! Ja.
Tanja Neubart geht es auf die letzten 200 Metern, ist jetzt bei 8 Minuten, eine super Zeit. Ja, das ist schon... Micha, was bist du letztes Jahr gelaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 6,36 oder 6,42 oder irgendwas. Auf jeden Fall 6 Minuten. Das ist gut, das ist gut. Dann schalten wir da jetzt auf die Kamera für den Zieleinlauf. Also, um mal kurz... Der Weltrekord liegt bei 4,33. Das heißt, wenn ihr euch auf den E-Scooter stellt und eine Meile mit dem E-Scooter fahrt, ohne Pause und mit Anlauf, damit man direkt diese 20 km/h schafft. Da bekommt sie die Flagge gereicht. Ist mal bei 6,36. Jetzt läuft die Siegerin ins Ziel. Großer Applaus von den Fans. Wahnsinn. Eine Souveränität, wie wir es aus dem Schiff kennen. Da unsere Interviewerin Maren Schwarz aktuell selber noch auf der Strecke ist, müssen wir noch ein paar Sekunden warten. Sie wird das Interview dann gleich selbst leiten. Oder Micha Zimmer übernimmt das. Beide interviewen, super. Und jetzt sehen wir Maren Schwarz im Bild auch schon mal ankommen. Jetzt steht Micha im Weg, da kommt sie. Jawohl, Maren Schwarz im Ziel. Und jetzt direkt zum Interview. Bis zum Ende. So, kommt direkt zum Interview. Freunde, ich habe Fragen. Tanja, hast du das vorher geübt? Nee, habe ich nicht. Ich habe es mehrfach gesagt, ich bin sehr beeindruckt von deinen Trinkkünsten. Ich denke, Chris muss sich warm anziehen, aber... Ich denke, in den letzten 2 Wochen Trainingspause weiß ich, dass du es nicht geübt hast. Ja, ich würde sagen, ich habe nicht am Bier geübt, vielleicht mehr als sonst, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung heute. Also du wärst heute lieber in der Cocktailstaffel gelaufen, eine Cocktailmeile. Ich glaube, wäre schneller gewesen. Ja? Ja. Okay. Maren Schwarz, ja. Deine Zeit von letztem Jahr verbessert? Ja. Definitiv deutlich. Also man muss sagen, eine wird. Was ist mit dem halben Bier, was hier noch in dem Korb gelandet ist? Aber ich habe auch gesehen, du hast die 0,5er gegriffen. Ja, offiziell. Ja, das war. Aber angeben muss man ja, ne? Ja, man muss sagen, das war beeindruckend. Aber ich sag mal auch so, ne? Immer den gleichen Platz machen ist ja auch langweilig. Deswegen, und du hast jetzt wieder ein Ziel vor Augen für nächstes Jahr? Ja, wobei ich glaube nicht, dass ich sie schlagen kann. Ah, noch ein bisschen mittwochsabends bei Next Dingbat ins Lauftraining? Falls ihr dazukommen wollt, jeden Mittwochabend hier ohne Bier wird nur gelaufen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch Bier trinken. Aber jetzt geht es um den dritten Platz. Einmal anfeuern. Mädels, das war grandios. Also wir sind hier wirklich nur Moderatoren. Für die Musik kann ich mich nur entschuldigen. Ansonsten haben wir hier noch einige Mädels, die jetzt in der Einsaufzone sind. Hier wird schwer geatmet. Das liegt nicht nur am Laufen, sondern auch am Bier. Obwohl es ein sehr leichtes, helles ist. Hier vorne ist auch sehen wir die 3 Siegerinnen. Sie haben eben... Sie unterhalten sich gerade, wie hart die Meile war, wann zum ersten Mal das Bier hochkommt. Das sind so Themen, die sind im Ziel dann brandaktuell. Welche Rundenzeiten und wann es zum ersten Mal gebrannt hat. Maren Schwarz, wenn du bei uns bist, wann kam dir das erste Bier hoch? Gar nicht, ich bin voll stolz auf mich. Ich habe dieses Jahr nicht gekotzt. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt, weil wir einige halbe Biere aus dir rauslaufen. Das war aber, weil der Kohlensäure gesprudelt hat. Ja, okay. Videobeweis wird da gefordert. Videobeweis, wir werden es später nochmal einblenden, aber das, ich weiß nicht, wann per Definition Erbrechen anfängt und nur ein Bäuerchen aufhört. Aber sie kann auch laufen. Wir gehen jetzt hier mit den letzten Damen auf die Runde. Sie stehen den Jungs in nichts nach, der Lauf war schneller als der Kostümlauf.
das muss man sagen, Tanja Neubert, in Manier eines Bundesliga-Rennens das Ding von vorne gestaltet, aber heute mal nicht in Rot, angenehm. Getanzt wird immer noch. Ja, die Stimmung ich gut. Auf den hinteren Plätzen. Muss man einfach sagen. Ja. Auch Carsten Burgert hat den Weg zum Bier gefunden. Super, Carsten. Ganz toll, der hat meinen Anruf ernst genommen. Unsere Drittplatzierte kann auch noch lächeln. Wahnsinn. Ja. Gut gemacht. Bis nächstes Jahr. Ja. Man muss sagen, wenn das Bier nur horizontal gehalten wird, da kommt auch nicht viel raus. Das muss man schon hochkant halten. Kräftigen Dachschaden. Super, Petra. Okay, dann ist okay. Aber nicht, weil du Schiss hast. Nee, weil ich im Arsch bin. Also wir haben hier den Vorjahressieger. Wir sind gar nicht mal live. Jasper, komm mal zu mir. Was? Warte. Nee. Ist das jetzt live? Ja, das ja. Halt verzögern, aber ja, wir sind live. Das okay. Ich sitze hier mit unserem Vorjahressieger Jasper Ortfeld. Jasper, was bist du im letzten Jahr gelaufen? 50 oder 516? 516. Das ist schon schnell. Was ist der aktuelle? Ja. Zählt dein deutscher Rekord? So halb. So halb, er zählt nicht. Was, wo liegt der deutsche Rekord? 5,28, glaube ich. Ich glaube 24, aber ist ja egal. Also Jasper ist den inoffiziellen deutschen Rekord gelaufen. Er hat aber leider, um den deutschen Rekord sich anerkennen zu lassen, müssen die Flaschen geschlossen sein. Die Läufer müssen sich die Flaschen selbst, glaube ich, 3 Unzen betragen, also 3,55 Liter. Das sind Sonderanfertigungen aus den USA, die kein Mensch bezahlen kann und will. Und deswegen hat der Rekord nicht gezählt. Aber ja, hat den gezeigt, dass er es kann. Leider nicht am Start, weil er immer noch Saison hat. Jasper ist Profi-Triathlet im Jugendkader des Saarländischen Triathlon-Verbands und sein Trainer hat ihm halb verboten zu laufen. Ich bin sein Trainer, deswegen... Wir hätten ihn heute gerne gesehen. Ich habe ihm angeboten, mit alkoholfreiem Bier zu laufen, aber das hat er abgelehnt. Also er hat eine Seele. Und Jasper, erzähl mal, wie es die nächsten Wochen bei dir weitergeht. Ja, ich habe nächste Woche erstmal eine Ruhewoche und dann nochmal einen 3 Wochen Belastungsblock und dann fliege ich nach Kenia zum letzten Wettkampf der Saison, bevor es dann in die Vorbereitung auf das Jahr geht. So sieht die Vorbereitung aus, deswegen Chapeau, dass er heute nicht gelaufen ist und ab morgen machen wir auch wieder seriösen Sport, so ab heute schon, aber er wird heute mit Rat und Tat zur Seite stehen und Steffen Justus ist sehr glücklich, dass Jasper heute nicht läuft. Deswegen all eyes auf den Profilauf, ich bin gespannt, wer es macht. Was denkst du, Tim Helwig oder Steffen Justus? Ich denke eher Steffen Justus, weil... der ein bisschen mehr Erfahrung mit Bier hat, auch während oder nach dem Laufen Bier trinken. Deswegen ist mein Tipp eher Steffen Justus. Ich wette dagegen, aber mal sehen. Vielen Dank, Jasper Ortfeld. Bitte.
Jetzt sind es noch knapp 3 Minuten, bis die nächsten Läufer aufgerufen werden. Hol ich mir wir haben hier einmal die Startliste. Will ich hier auch was holen? Gerne. Für den ersten Amateurlauf. Nächste Woche ein bisschen laufen runterfahren. Ja, ja. Ein bisschen, wir machen Fußrad ein bisschen weh beim Laufen. Okay, dann morgen den Langlauf. Wie lange ist das Lahnfahren? Warte ein bisschen. Dann morgen gleich chillen laufen. Ich versuche die Startnummer 1 in Ehren zu tragen später. Ja. Aber an deine Zeit werde ich nicht rankommen, keine Chance. Wie kannst du denn jetzt, wenn ich schon weiß, dass... Der Typ ist dabei, Steffen will die 0815. Alle, die noch vor mir waren, haben auch abgemeldet und ich war ja letzter Fünfter oder Sechster und ich war quasi der bestplatzierte Nicht-Newcomer. Ich war übrigens letztes Jahr noch ein paar Sekunden langsamer als du. Ja, das war nicht viel. Ich hatte 6-10. Wo sind die Ergebnisse von letztem Jahr? Was ist denn die Wurst? München oder? Die Wurst, die Wurst. Einfach nur. Ich halte hier meine Startnummer in den Händen, die Startnummer 7, weil ich ein Lappen bin. Also es gibt noch einige Jungs, die schneller gemeldet sind. Ihr habt jetzt noch 1 Stunde und 39 Minuten, dann beginnt der Profilauf. Ich hätte hier eine Startlizenz umsonst für den Profilauf. Wer bis 19.50 Uhr an unserem Zelt ist, kriegt diese Nummer geschenkt und darf eine Biermeile gegen den ehemaligen Olympiateilnehmer, WM-Medaillengewinner Steffen Justus oder wie man ihn hier nennt, Steffen Suftus laufen und unseren nächstjährigen Olympiateilnehmer Tim Helwig. Also, Startnummer 7 ist reserviert, ein Stück Schokolade ist auch drin, falls euch das mehr lockt als so eine Biermeile. Zwei Bier gibt's auch noch dazu. Nee, die habe ich schon getrunken. Also, zwei Bier gibt's leider, die zwei Freibier gibt's leider nicht mehr, aber... Also, bis 19.50 Uhr, wer beeilt Lust hat, euch. Beeilt euch. Wir sind hier im, wie heißt das Stadion? Stadion am Wallerfeld. Wallerfeld, Stadion am Wallerfeld. Katy Perry hat mittlerweile aufgehört zu spielen. Rihanna kommt gleich. Samstags heiratet mein bester Freund. Ich sehe hier gerade im Chat Till Kramp. Für mich jemand, der ein guter Kandidat für dieses von Micha vorgeschlagene Ticket wäre. Ja. Cent. Nee, ja doch, mach Cent. Ich esse jetzt mal eine Wurst. Ich probiere mal, ob die schmeckt. Das ist die erste, ne? Ja. Wen haben wir noch im Chat? Jens Tschüss. Till Kramp. Ich muss sagen, Till Kramp, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die Startnummer 7 wird ja auch stehen. Auch nächstes Jahr in der Bundesliga. Haben wir dann ja aber gar nicht mehr. Mehr ja? Nee. Ah ne, stimmt. Nächstes Jahr mit den ersten 5. Justus. 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 Ich auch noch eins. Boah, ich muss noch laufen und 4 Bier trinken. Ja. Mach mal. Und da kommt unsere Lauf-Zweite bei den Sauf-Zweite bei den Damen, Maren Schwarz. Wie geht's dir? Maren hat sich erst mal umgezogen, ich habe erst mal ein Bier geholt. Dein 5. oder? Nee, das ist mein 6. Ja? Ja? Heute. Ja, man muss ja ein Vorab-Bier trinken. Ja, das wurde mir auch erzählt. Ja. Also es ist wirklich dein 6.
aber jetzt wirklich mitzählen? Hat niemand gesagt. Ja, das ist mein Sechs. Das Dreh ein bisschen weg angeben. Danke. Der Marc hat voll die Flasche vor seinem Kopf. Ja, nee, das ist Werbung. Aha, das ist, okay. Wir sind ja nicht, also wir sehen ja, das von vorgestern. Ich bin ein bisschen überwältigt. Ja, genau. Nee, du siehst super aus. Das ist einfach, der Winter ist da. Der Sommer war zu kurz. Das ist ein bisschen dunkel. Jetzt ist sie definitiv überbelichtet. Ja, aber. Okay, und jetzt sind wir gleich 3, 2, jetzt sind wir weg. Nee, jetzt geht's. Den an. Ja. Jetzt, oh. Ich bin blind, aber es geht. Wir sind wieder da. Till Kramp, ich denke, er spielt gerade mit der Idee, doch noch nach St. Ingbert zu kommen. Aber er war genauso wie ich die ganze Woche krank. Deswegen, wenn ich denke, dass sein Trainer ihn im Finale bei der ersten Runde weggrätschen würde, wenn er jetzt hier auftauchen würde. Sag doch mal wieder ausmachen, oder? Hat das einen UV-Faktor? Mensch, du hast ein Mikro. Du hast ein Mikro. Ja. Wir verschweigen jetzt, dass Maren Schwarz Bier über die Anlage gekippt hat. Ja, sie hat Maren Schwarz hat gerade den Uli Hagmann gemacht. Was hat sie gesagt? Meine Bieranlage wäre nicht so dein Bier. Sie hat ein Bier. Und ein Applaus für die letzte Läuferin. Einmal noch vorbei. Also mit Regenschirm zu laufen ist ungefähr so wie Radler zu trinken. Aber schön, dass ihr es geschafft habt. Gerade die beiden letzten Läuferinnen ins Ziel gekommen. Sehr schön. High Five für Felix Schwarz. Ich muss jetzt mal wirklich hier eine Lanze brechen für den Hauptorganisator Felix Schwarz, eine absolute Legende. Viele kennen ihn aus dem Wettkampf am Schliersee, wo er unvorbereitet mit soliden 95 Kilo an den Start gegangen ist, weil sein Team keine Leute hatte. Und einfach ein Macher, wie die Kinder sagen. Ein Macher. Deswegen, Next Ingbert Generation, der Verein für euch im Saarland, wenn ihr laufen wollt und Spaß haben wollt, tut es. Next Ingbert Generation. Nur schöne, tolle, geile Menschen. Also geil im Sinne von toll. Und jetzt sind wir wieder ruhig und der nächste Lauf wird aufgerufen. Hier noch einmal schnell die Startliste. Lauf 3. Oh, geil. Ich weiß es nicht. Weiter weg. Mal nochmal. Ja. Geil. So, ich hoffe, jetzt hört man nicht ohne Probleme. Wir kommen zu unserem dritten Lauf des heutigen Tages. Der erste Jedermannlauf. Nur Männer, geballtes Testosteron. Mega Startnummer 300. Es bringt nichts, wie ein Mast zu riechen, wenn man wie ein Guru aussieht. Mega Startnummer 308. Erst nach 3 Bier erreicht er maximale Leistung. Max! Mit der Startnummer 311. Ich glaube, mein Schweinfall. Hochqualifizierter Mathematikstudent wird die Konkurrenz heute mit ihm rechnen. Lieber Jonas als Jo Trocken, denn das bleibt er heute nicht. Mann, hat der einen Nachzug drauf. Jonas! Glaube! Und mit der Startnummer 324, der wahre Semmel, der sein Ingwer der Kneipenzähne. Jeder will ihn haben, ob vor oder hinter der Linke. Geil, Rich! Geil! Okay, der Rest darf kommen! Ich erinnere euch, dass der Beginn an der Einsatzzone und das Ziel, als auch der Startführer mit Schuss ist einer Startziellinie. Alle Teilnehmer betreten nun die Saufzone und greifen zum ersten Bier. Die Einsaufzone? Die Einsaufzone, ja. Einige sind in der Einsaufzone auch schon gescheitert. Das sieht kurz aus, aber die Einlaufzone kann sehr, sehr lang werden. Die Stimmung ist da. Der Typ im roten Trikot, der aussieht wie Mike Franz, ist nicht Mike Franz.
So. Wie klingt das, wenn man Bier über die Anlage kippt? 8, 7, 6, 5, da ist er wieder, 4, der Pillenwecker. 3, 2, 1. Und es geht los. Die Fußballer gewohnt stark am Glas. Haben die Jungs einen Zug drauf. Das waren solide 6 Sekunden. Spannend an der Spitze. Also ich weiß nicht, wer der Typ ist, aber alter Vater, ich habe hier auf dieser Biermeile hinter Gegenwart noch nie jemanden in Bier so schnell trinken sehen wie dieser Kerl. Wie heißt der? Ich habe keine Ahnung. Wir haben die Startnummer. Also er sieht aus von beiden. Haben wir die Startnummer? Also seine Trikotnummer ist die Nummer 18. Sein Insta-Name ist Mike Franz. Und er kommt auch schon wieder. Er wurde aber eingeholt. Aber vielleicht ist das auch ein taktisches Verlangsamen, um das nächste Bier wieder so schnell wegzuziehen. So, jetzt wird das nächste Bier angesetzt. 319. Wer da die Jet-Mario-Technik ist in meiner Liste. 319. Der Typ, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn ist das. Das ist der Wahnsinn. Das Ding wird nicht beim Laufen entschieden, das Ding wird beim Saufen entschieden. Wahnsinn! Die schnellen Läufer mit Problemen. Große Probleme. Tobias Reichert. Unfassbare Maschine am Glas. Unglaublich. Also ich habe schon viel gesehen, Jungs, aber, und Mädels natürlich, aber das ist wirklich unglaublich. Und der Typ läuft auch noch. Guckt euch das an. Also, hier, da ist ja noch Zeit zu grüßen und zu feiern. Eigene Party. Da können sich einige Jungs im Profilauf noch eine Scheibe abschneiden. Wahnsinn. Also ich stoppe jetzt mal mit, Freunde. Und ich muss sagen, das ist das dritte Bier. Also das erste war weit unter 80. Hier sieht man den ganzen Rest vom Schützenfest, der hier nichts zu melden hat, aber absolut gar nichts. Der Herr Reichert lacht sich kaputt. Wahnsinn. Ganz hinten hinterm Diskusring sieht man ihn jetzt schon wieder um die Kurve kommen. Ich muss sagen, seine Brille ist geil. Unser Barkeeper, seine Brille ist auf jeden Fall geil. Und da kommt er wieder. Und diesmal hat ihn keiner eingeschaltet. Mein Co-Moderator hat die Stoppuhr in der Hand. Wir zeigen gleich die Zeit. Von, ich stoppe ab. So, er geht zum Bier. Wenn er ansetzt. Und los! Auf geht's, Junge! Oh! Erstes Mal Probleme! Hat er sich bei den ersten Bier übernommen? Ja! 19 Sekunden! Ich sehe den Junge im Finale! Er hat nur noch 2 Runden. Warte, 19 Sekunden. Und wir sind wieder live drauf. Auf los! Hier sehen wir den zweiten und drittplatzierten, die jetzt aus der Saufzone rauslaufen. Paul Gessner immer noch vorne dabei. Tobias Reichert, merkt euch diesen Namen, das ist ein Newcomer auf der Bierbank. Und er hat Zeit zu feiern, Oh, wir haben jemanden, der gekotzt hat. Oh, Paul Gessner hat sich übergeben. Schwarz erklärt uns jetzt die Frage, die wir hinterstellt haben. Wir sind jetzt bei knapp unter 5 Minuten. Da hältst du uns nicht mehr auf den Stühlen, auch wir stehen. Tobias Reichert wieder auf der Stadt Zielgeraden. Nico Frank.
Franz Mitarbeiter der Hart war. Eigentlich musste er saufen können, die Glocken. Und letzte Bier. Tobias Reichert geht auf die letzte. Kommt zum letzten Bier. Er kommt zum letzten Bier. Das hat Profilaufpotenzial, was der Junge hier hinzaubert. Profilaufpotenzial. Greift jetzt zu mir, geht da ganz entspannt außen vorbei. Wir sind dabei. Wir haben die Uhr am Laufen. Tobias, Junge, der ist der Wahnsinn. Und er setzt den ab. Er setzt den ab. Den absetzen. Komm, Junge! Profi, Junge! Wahnsinn, Wahnsinn, Schreit! Profi, Tobias, komm! Tobias, das ist der Wahnsinn! Abbrechen! Wahnsinn! 5 Minuten 30, wir gehen auf die letzte Runde! Unfassbar! Unfassbar! Was kann er auf der letzten Runde performen? Schaut euch diesen Laufstil an. Da wird jetzt nochmal alles rausgeholt, was im Tank drin ist. Wir testen das gleich mal, wie schnell man so eine Flasche trinkt. Ja, wir Moderatoren werden uns da als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen. Wir sehen ihn jetzt hinten um die Ecke kommen am Diskusring, die letzten 100 Meter. Wir stehen jetzt bei 6 Minuten 30, das wird eine super Zeit. Ich glaube, wir müssen uns gleich mal... Oh, da wird der Sprint aber nochmal richtig ausgepackt, die Nebelmaschine gibt Vollgas. Tobias Reichert, unfassbar. Wo, Tobias Reichert noch überholt? Wo kommt der denn her? Platz 1 und 2 ganz eng zusammen, wir haben keine Ahnung, wo er herkommt. 6,49. Wer ist was war typ? Das denn? Wo kam der her? Der hat nur zwei Bier getrunken. Ja, ich weiß. Wir brauchen den. Wir brauchen sie direkt im Interview. Wir brauchen die Jungs im Interview. Kommt ran, kommt ran. So, wir sind hier mit dem ersten und dem zweiten. Micha ist dabei. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Junge. Was ein Rennen, das hat man nur vom Profilauf erwartet. Wie haben Sie sich vorbereitet, Herr Reichert? Was sind das für Zeiten? 37 Meilen. Hast du dich vorbereitet? Ja, ich habe den ersten jetzt bei der O-Woche mitgemacht. Sehr schön. Schätzt du, wie schnell du dein erstes Bier getrunken hast? Ich schätze so 5-6 Sekunden. Nein, 6 Sekunden das erste Bier, was soll man sagen? Wer kann hier ein Bier in 6 Sekunden trinken? Das war schon eine Leistung beim nächsten Jahr. Ist auf jeden Fall Profilauf am Start. Ich hatte noch eine Frage hier. Was war Ihr besonderes Bier-Highlight bei der Meile? Ja, das letzte natürlich. Jedes einzelne. Haben Sie als Vorbereitung auch schon Bier getrunken? Ausschließlich. Ein paar Großworte an meinen Verein, ADV Darmstadt. Wir sind im Interview. Wir trainieren nur für sowas. Lassen wir ja nochmal zurück an die Moderatorin. Danke an Maren Schwarz. Wahnsinn, dass diese Frau nach so einem Lauf noch reden kann. Und nach 4 Bier. Geil! Erstmal muss ich sagen, mein Gänsehautmoment für jetzt war. Schalt mal auf den. Nimm schalt mal auf uns. Micha, was sagst du? Wer wird bitte Profilauf machen? Die Diskussion hatte ich eben schon mit Jasper Ortfeld, unserem letztes Jahr ehrigen Gewinner. Ja. Ich, Tim Helwig kann halt laufen. Ich weiß aber nicht seine Qualität am Glas. Und man muss aber trotzdem sagen, dass dieser Typ ist einfach, ich habe den bei einigen Triathlons erlebt, da ist der einfach ein Jahr nicht drauf, weil er verletzt war und läuft und gewinnt. Und ich glaube, das macht er heute auch. Ja. Wir unterschätzen diesen Kerl. Ich glaube, wir unterschätzen auch den Justus, den Suftus, genau. Steffen Suftus ist natürlich die sichere Bank, glaube ich auch, aber... Der hat ja aber den Ehrgeiz. Ich lehne mich heute aus dem Fenster. Steffen Suftus hat letzte Woche etwas getan, was ich für absolut...
bescheuert halt, ey. Steffen Suftus ist letzte Woche ein 24-Stunden-Rennen gelaufen. Der hat sich in einem ortsansässigen Club namens Silo getroffen. Dort wird ein Spendenlauf ausgerufen. Und zwar von 9 bis 9 konnte man jede Stunde 5 Kilometer laufen und man hat Geld dafür bekommen. Und Steffen Suftus ist einfach 24 Stunden am Stück, hat er jede Stunde mit einem 5 Kilometer Lauf bekommen. Genau, und ab 17 Uhr war es. 17 Uhr hat er jedes Training, jede 5 Kilometer ein Bier getrunken. Ne? Er hatte zwischendurch, glaube ich, am Ende des Tages hatte er 3 Jägermeister und 5 Bier währenddessen. Aber es war. Man muss sagen, rechnet euch das hoch, 5x24 ist total bescheuert. Also es ist beeindruckend und total bescheuert. Ich denke, er hat noch müde Beine, aber er kann halt auch, ja. Denkst du, wir können auch von einem Newcomer? Es muss nicht schwellen, es muss wirken. Ich habe gehört, Jan Emmerich hat sich auch abends vorbereitet, der ist jeden Abend zur Tanke gelaufen. Ja, das Video habe ich gesehen, gute Einstellung und ich bin definitiv einer der schwächsten Läufer und war letztes Jahr definitiv nicht der schlechteste. Deswegen, das Trinken nutze ich. 60% Laufen, 40% Trinken. Nur, dass ihr das einschätzen könnt, ihr Amateure. 60% Laufen, ja, für 35% Trinken und 5% das Ganze kombinieren. Okay, dann haben wir hier die Expertenmeinung, die zweimalige Podestplatzierte beim Frauenlauf und ehemalige Saarland-Rekordhalterin auf der Biermeile bei den Frauen, Maren Schwarz. Also auf ihr Urteil könnt ihr vertrauen. Eine Koryphäe mittlerweile. Also sie hat alle Biermeilen in St. Ingbert, die es bis jetzt gab, hat sie auf dem Podest gestanden. Also auf ihr Urteil könnt ihr vertrauen. Ich muss sagen, ich werfe jetzt einfach nur aus Loyalitätsgründen Marc Trautmann in den Ring. Also was habe ich denn beim nächsten Lauf? Lauf 4. Nee, was muss ich mir da Christian noch? Heinz, das klingt schon gefährlich. Christian Heinz, den kenne ich sehr privat, der ist gut am Oh, ich sehe einen Namen. Der Alexander ist auch sehr gut, einer meiner Schützlinge im Männerballett. Im Männerballett? Für Fasching, jawohl. Okay. Der ist auch gut am Glas. Aber Benedikt Moosbach noch, Alexander Vincent und Christopher Stark aufgelistet als Top-Favoriten des Laufes. Ich habe mir mit Christopher Stark schon persönlich trainiert. Das war, das war bei einer Jugend-DM in Verl, war das, glaube ich. Ja. Da haben wir uns nächtlich nach der DM an einem See getroffen. Und da hat sich Christopher Stark schon für die Zukunft auf die Biermeile vorbereitet. Ja, also ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, aber ich erinnere mich sehr gut, weil ich war verantwortlich und musste die Zügel halten. Ja, Christopher Stark ist mein Teampartner. Kennst du Christopher Starks zweiten Namen? Ja, Keanu. Keanu, also wie Keanu Reeves. Bei uns Matrix. Ist er eher bekannt als Kenny. Kenny, ja okay, Kenny. Aber der ist auch sehr stark. Leider durften wir dieses Jahr nicht zusammen starten, das Team, weil er unten einen Hänger hat, ich nicht. Weil er? Unten einen Hänger hat, ich nicht. Das war ein bisschen problematisch. Damit habe ich meine Zugperson verloren. Ja, wollten wir auch. Hat aber nicht geklappt, ist auch nicht schlimm. Hallo. Ich bin so gut, bin ich nicht drin. Nein, ich sage diesmal Grüße an Yassi. Hallo Yassi, sorry, Mana. Ich wollte nur fragen. Jetzt muss ich auch noch mal zwischendurch eine Lanze brechen. Ihr seht das im Hintergrund die ganze Zeit, dass die Biere auch wieder aufgefüllt werden und die Körbe geleert. Und das sind Jugendliche aus der Veranstaltung. Viele fragen sich, wie passt Jugendsport und eine solche Biermeile zusammen. Ich glaube, ein gesunder Umgang und ein kontrollierter Umgang mit Alkohol ist definitiv die Grundlage. Und keiner dieser Jugendlichen hier, den werdet ihr privat mit einem Bier in der Hand sehen und trinken. Die Eltern sind natürlich auch alle dabei, deswegen macht euch da keine Sorgen. Wir sind hier sehr verantwortungsbewusst. Wir haben aber auch Spaß bei der Sache. Aber alle, die hier Bier trinken, sind mindestens über 16, haben die Einverständnis ihrer Eltern oder sind über 18 und deswegen macht euch da keine Sorgen. Falls ihr auch solche Fragen habt, gerne stellen, können wir jederzeit beantworten. Jetzt sehen wir hier noch den letzten Läufer aus dem gerade abgeschlossenen Lauf, der jetzt nochmal persönlich mit der Kamera gleich bei seinen abschließenden 400 Metern
bekleidet wird. Dazu muss er aber erst noch endlich dieses Bier mal leeren. Paul, mach jetzt! Junge, komm jetzt! Mach leer das Ding! Soll ich dir helfen? Da müssen wir mal die Fans hier ein bisschen animieren. Komm jetzt! Oh, das sieht gar nicht gut aus. Und jetzt sind wir noch live dabei auf deiner letzten Runde. Micha Zimmer mit der nächsten Bratwurst. Also man muss sagen, die Würstchen hier sind super. Tolle Atmosphäre hier mit dem Flutlicht. Schön zu sehen. Ja. Oh, gestern, er ist noch nicht lang beim Triathlon unterwegs. Er hat jetzt dieses Jahr bei der Polizei angefangen. Das heißt, der wird das auch noch lernen mit dem Trinken. Das wissen wir alle, die sich bei der Polizei auskennen. Aber ein schöner Schritt. Da schlägt mein Trainer ganz höher. Hey! Wir hier gemeinsam in Empfang auf den letzten 100 Metern. Frau Gessler. Läufer ist stark, kriegerisch, müssen wir abhaken. Startet für das RTV-Liga-Team vom Triesport der Hochwald in der Triathlon-RTV-Liga. So, sehr schönes Finish und sagen wir, das zählt. Es war, wie gesagt, Maren Schwarz könnte uns sagen, wo das Bäuerchen aufhört und das Erbrechen anfängt. Ich glaube, eine genaue Definition gibt es da nicht. In diesem Sinne, zum Wohl. Genau, wir warten jetzt, bis der nächste Lauf aufgerufen wird. Das dauert noch knapp 10 Minuten. Bis dahin hier schon mal die Startliste. Kramp hat gerade im Chat geschrieben, dass Johannes Vogel ohne Bier am Seitenrand steht. Ich werde das Ganze mal überprüfen gehen und werde ihn zumindest mal hier zum Interview zerren. Wie ihr hört, wird ja auch nach dem Rennen im Zug geduscht. Also, kommt vorbei. Aber ihr wisst schon, dass der E-Scooter nachher auf dem, beim Profilauf zu langsam ist. Ja, natürlich. Ah, okay. Das, ich freue mich. Ja, wir hängen gleich im Sport in der Gruppe. Nächstes Jahr eine Drohne. Das wäre geil. Frag Felix! Wo ist Felix? Ach, Felix!
ihr Namen brauchen, wir haben hinten am Start mit der 401 Christian Heinz, Florian Weierhäuser, Dennis Müller, Marcello Papa, geiler Nachname, Lukas Abelt, David Bach, Fabian Schon, Sebastian Hild, Andreas Müller, Mario Retzlaff, Alexander Hess, Christian Hassler, Adam Max, Jonas Steinbrenner, Kevin Malik, Maurice Obri, Marc Theobald, Patrick Theis, Christian Stolz, Daniel Meyer, Tim Weber, Daniel Helm, Hype, Benedikt Mosbach. Du hast dich ja richtig vorher informiert, mit selber Bier aufmachen für den deutschen Rekord. Ja, ich schon vorbereitet. Marcel Vogt, Marius Ries, Alex Winzel und Christopher Keanu Stark. Ich hoffe, das wird ein ähnlich spannendes Rennen wie der Lauf 3. Till Kramp, für dich zur Information, ich habe den Johannes Vogel gefunden. Ich glaube, bei ihm war gestern das letzte Bier schlecht. Und schwierig. Ein Jahr mit dem Hülo-Team, das bringt mir dann ändert sich das, ja. Nächstes Jahr ist am Start. Die Prominenz. Er ist total müde. Er ist total müde, Jasper. Oh. Ja, total im Arsch von der Trainingswoche. Kann er auch sein. Also, aber. Wir sehen jetzt die nächsten Teilnehmer vom nächsten Lauf stehen wieder im Zelt. Deshalb wechseln wir hier mal die Kamera. Bei so einem Barmach-Song, beim Einlaufsong, ja, da kriegt jeder Gänsehaut. Ja? Hier sehen wir übrigens gerade Johannes Vogel im Bild mit der Mütze. Verschränkten Armen, das sieht gar nicht gut aus. Ja, das war einfach. Man sieht auch, der hat einfach einen schweren Abend gestern gehabt. Und Felix Schwarz immer noch stark am Glas. Also ich glaube, ich stelle mich nachher mit auf beim Profilauf und trinke einfach nur das erste Bier mit. Dann übernimmt Maren Schwarz. Ich werde nachher nur mein erstes Bier mittrinken beim Profilauf. Oh je, da kommt die Kulisse runter, da kommt die Kulisse runter. Ja. Hat niemand gesagt, dass das hier einfach wird. Die zwei habt ihr extra aus. Ich muss sagen, eigentlich sehe ich bei so einem Event auch immer Janne Büttel. Maren Schwarz schüttelt schon wieder Bier auf die Anlage. Wir nennen es nur den Uli Hagmann. Felix weiß selber nicht mal, wie viel er drin hat. Aber da hinten wird sich schon auf die Hymne vorbereitet. Ich bin immer noch der Meinung, dass in diesem Lauf auf die Zeit von Dennis Reichert nicht geschlagen wird. Wir hatten gewonnen den Lauf. In dem Lauf vorher. Auf jeden Fall legendärer Typ. Was hat er für eine Zeit? 6,48, 6,49? Also wie ihr wisst, 6,49 ist zu schlagen. Und dazu wird sowohl eine stabile Laufperformance als auch schnelles Trinken notwendig sein. Der oberste auf der Startliste, mein Gott, hat den Lauf gewonnen. Der Fabian Metschies. Felix Schwarz in seiner ranzigen Lederjacke wie vor 5 Jahren. Ole Thösen. Wahnsinnstyp. Micha. Ah, Hugo. Max Hugo. Nee, das war der Micha. Nee? Nee. Okay. Dann warten wir mal ab. Ich tippe jetzt einfach mal auf die 317 Christian Luck. Ich habe keine Ahnung wieso, aber. Ich muss reden!
Okay, wir haben 417. Marc Theobald. Ich setze auf Marc Theobald. Ja. Mein Tipp für diesen Lauf ist die 405 Lukas Abel. Hier sehen wir nochmal schnell die Startliste, während der Organisator Felix Schwarz jetzt die Top 5 aufruft. Ist es richtig? Nein. Damit er jetzt in den Lauf? Nein. Ja, ne? Nein. Nein. Nein, noch nicht mehr. Gut. Mit der Startnummer 411. Profifußballer, Kapitänsbinden und Leistungsträger bei BWS1-2. Wieder eine Kreisliga-Legende, da können wir eine starke Leistung am Glas erwarten. Also, man muss sagen, Alexander Hess, das sieht jetzt schon, 126. Das sieht jetzt schon stabil aus, mit was für einem Mindset, der hier reinkommt. Denn auch heute mal wieder vor der Frage, bekommt er einen guten Zug drauf? Alexander! Alexander Hess. Und Lars Becker mit der Startnummer 428, Zweiter seines Namens, Erster an der Flasche, Kenny aus dem Hause Stark mit dem bekannten Motto, The Waiter is coming, Christopher! Starkes Einlaufen hier von Christopher Stark. Das sieht sehr selbstbewusst aus. Man muss sagen, also wenn man den Jungs in die Augen guckt, ich weiß nicht, wen ich da am stärksten einschätzen würde. Die strahlen alle aus, als wollen sie hier gewinnen. Man muss sagen, geht mal ein Stück zurück an die Linie. Ich tippe auf ihn im blauen T-Shirt. Ich lehne mich jetzt einfach weiter aus dem Fenster, aber ich sage jetzt hier vorne ein blaues T-Shirt. Was? Achtung! Alle Athleten stehen in der Startlinie. Der Countdown beginnt. Das ist jetzt der schlimmste Moment. Da schießt der Bull zu. Komm, wir stoppen das erste Bier mal wieder mit. Genau. 2, 1. Und es geht los. Alter! Oh ja! Das waren solide 8,6 Sekunden. 8,6 Sekunden! Das ist eine Ansage. Marc war auch spät dran mit seiner Stoppuhr. Das waren ziemlich sicher unter 8 Sekunden. DJ Maren Schwarz. Starke Laufperformance hier. Das war ein Wecker. 24 km/h zeigt der Tacho des E-Scooters. Das ist ganz stark. Der kam eben schon zweimal. Ich sag doch eher im blauen T-Shirt. Wer ist hier im blauen T-Shirt? Ich sehe ihn immer beim Sportmann. Der war früher der Trainingspartner vom Tobi Blum. Ja, 576. Das müsste. So, wir gucken jetzt auf die Nummer. Schauen auf die Nummer. Das sieht auf jeden Fall sehr stark aus. Wir haben die erste Runde inklusive Bier jetzt bei 1 Minute 20. Das ist ganz stark. Ich kann den spontan starten. Das ist schon saustark. Das ist die 402. 402? Das ist der Florian Weierhäuser. Flo, Junge! Alter, der trinkt sein Bier in einen Schummel! Das ist ein Kandidat für den Profilauf! Und es geht in die zweite Runde! Der Typ hat sein Bier in einen Schluck getrunken! Das musste machen! Das heißt Profilauf-Charakter! Aber er struggelt ein bisschen! Kenny, Junge! Kenny! Nicht jetzt konzentrieren! Das ist stark hier am Kämpfen! Da wurde auf jeden Fall getötet. Die Kreisliga-Legenden strugglen ein bisschen bei ihrer Parade-Disziplin. Ja. Das ist ein wenig enttäuschend, bin ich ehrlich. Wer kennt's nicht? Das ist wieder VfB heute. Aber wir haben schon 2:25 von der Uhr
Und Florian Weierhäuser kommt hier gleich schon wieder in den Einsaufkanal. Ja, da kommt die. Da kommt der Alexander Winzel. Ich denke, er gewinnt in dem Lauf auf jeden Fall seine Altersklasse. Das ist immer wichtig. Überlegen die Alters, die Age-Group überlegen einfach Wert drauf. Man muss sagen, hier neben uns bereitet sich die nächste Legende vor, Frank Schwarz. Jeder, der Material bei der SCU gemacht hat, vor zwei Jahren sieht man den ganz gut. Florian Weierhäuser geht in die dritte Runde. Und wir stoppen wieder das Bier raus. Der setzt nicht ab, der Junge. Der setzt nicht ab. Und das Bier setzt an. Und Florian, hör auf, geht! Komm jetzt! Auf, geht! Auf! Das ist auch richtig Enthusiasmus vom Moderator hier, der pusht die Läufer. Komm jetzt, nicht joggen, auf! Das hat Profilaufcharakter, auf geht's! Komm, auf! Jetzt doch ganz schön am Kämpfen, jetzt muss das Bier wieder angesetzt werden. Auf geht's, Flo, auf geht's! Auf, Flo! Liebe Grüße an Meatball im Chat. Flo struggles. Christopher, das ist deine Chance, es schreien, auf geht's! Und alle fragen sich, also er braucht jetzt schon 40 Sekunden für sein Bier. Was war da beim zweiten Bier los und was ist jetzt das Problem? Mann, geht doch mal. Chris Kenny Stark ist auf dem Weg aufzuholen. Jetzt geht hier links am Bild dran. Auf geht's! Florian mit Problemen. Verschwindet aus der Bildfläche. Wir sind bei 58, 59 Sekunden. Ja, Junge, du bist geil! Jawohl, aufgehen. Junge, auf geht's! Wir haben einen neuen Führenden, neuer Führender! Ja, sicher! Ich glaube, sind wir berundet! Christopher Stark ist der Führende! Christopher Stark ist der Führende! Ich flippe aus! Und wir sind live dabei! Die Fans pushen ihn, das sieht sehr gut aus! Christian Weimer sitzt vor dem Bildschirm und verliert komplett die Nerven. Er hat die Tränen in den Augen vor Stolz, weil es sein alter Schützling ist. Was? Geschrieben, let's go, Kenny! Christopher Stark in alter Manier, Brust raus, das ist mittlerweile nicht immer so schwer. Und Vorfußlauf. Okay. Ein bisschen an. Zum Glück hängt der Stream. Ja. Was ist mit Florian passiert? Ist er mittlerweile mit seinem Bier fertig? Florian, auf der Strecke wieder. Micha und Marc hier fleißig kommentieren. Ja, schön hier. Wir sehen Chris Kenny Stark zurück auf der Zielgeraden, auf dem Weg zum vierten Bier. Also schnell laufen tut Florian noch, aber beim Bier, das müssen wir nochmal üben. Schauen wir mal, was jetzt beim vierten Bier geht. Wir stoppen. Einmal ordentlich durchgepustet, bevor das Bier angesetzt wird. Aber der Florian ist wieder da! So, Junge! Jetzt zieht er durch! Alter, der zieht das in einem durch! Du bist es! Hat seine kurze Schwächephase überwunden! Alter, das ist so stark! Was ist das? Was soll man sagen? Das ist das Comeback des Jahres! Flo, Junge! Alter, der hat immer richtig gestruggelt. Alter, der war schon am Aussteigen. Das war schon hier. Der war Minute 20 für sein zweites Bier. Christopher und Flo. Ja. Florian auf 1, Chris auf 2. Mein Papa macht spontan aus. Ich hab gesehen. Das sieht jetzt noch sehr souverän aus. Ey Jungs, ihr seid der Wahnsinn! Aber wie wir sehen, einem gefällt die Musik nicht. Wir haben irgendwie ein Problem mit unserer mit Marvin Schwarz Playlist. Der läuft mit Riesenkopfhörern. Oder er hat einfach gern Marvin. Oh, Flo! Da kommt Flo
Interview. Florian, komm zum Interview. Wo sind die beiden Sieger? Platz 1 und Platz 2, komm zum Interview. Felix, Platz 1. Kenny! Florian und Christopher. Florian und Christopher, kommt bei mich. Kommt zum Interview, ganz stark. Hallo. Hallo. Wie war es für Sie? Wunderschön. Irgendwelche Highlights? Ja, das zweite Bier, das habe ich zu schnell getrunken und danach wurde es sehr, sehr unangenehm. Ich habe beim dritten Bier habe ich mitgestoppt und das dritte Bier hat wehgetan, oder? Ja, weil ich sowieso gedacht habe, ich müsste kotzen, aber dann dachte ich, ja, nee, Runde mehr laufen ist keine Option. Die erste Runde war vielleicht auch ein bisschen schnell, aber alles in allem. Was sagen Sie, nächstes Jahr Profilauf? Ja, mal gucken, was die Jungs später zeigen, ob ich da mitspielen kann oder ob ich lieber wieder die Amateure gewinne. Sehr, sehr schön. Die erste Runde war nach 1,20 beendet. Das wäre schon, das hatte Profilaufcharakter. Ja, aber man muss dann halt die anderen Runden auch so laufen. Und da ist jetzt ein Jahr Zeit zu arbeiten. Ja, nächstes Jahr bin ich wieder da. Ich werde meine Triathlon-Karriere am Nagel hängen und nur noch Bierläufe machen. Sehr schön, sehr schön. Olivia, meine Teampartnerin. Ich kann stolzer auf dich nicht sein. Wir haben das gut gemacht mit unserem Trikot hier. Das war super. Leider durften wir nicht zusammen laufen, was immer noch eine Verschwörung war. Was haben Sie? Haben Sie sich vorbereitet? Ich habe viel getrunken. Ja, ich habe viel getrunken. Können wir nächstes Jahr wieder mit einer Anmeldung Ihrerseits rechnen? Natürlich. Solange es die BMW geben wird, werde ich anwesend sein. Wie war Ihr Motto aus der Pressekonferenz? Freies Bier. Freies Bier für freie Busen. So ist das. Sehen wir Sie später noch in der GBM. Natürlich. Sehr schön. Damit gebe ich zurück an die Moderatoren. Vielen Dank für die Interviews. Toll, diese Stimmen von den Athleten direkt nach dem Ziel zu hören. Was sagt Kickbase? Zeig mal. Ey, können wir darüber reden, wie Bayern Darmstadt ab in der zweiten Hälfte abgeschossen hat, Alter? Jede 5 Minuten einfach ein Tor. Checken. Alter, Bayern jede 5 Minuten Tor war so geisteskrank. Währenddessen sehen wir hier noch einige Läufer auf der Strecke. Okay, Marc Trautmann, vielen Dank. Vielen Dank. Wir wünschen dir maximalen Erfolg. Vielen Dank an den Stream. Micha Zimmer und Jasper Ortfeld werden das weitermachen. Denk dran, lieber 2 Stunden langsam laufen, dafür schneller trinken. So schaut's aus. Lieber tot als Zweiter. Ich habe die ganze Woche flach gelegen. Ich habe heute glücklich 11 oder 12 Stunden gelegen. Zeig mal. Da bin ich. 202 Punkte. Dafür ich. Kane ist halt so geisteskrank. Ich habe auch einfach Kane. Ja. Kane interessiert.
Den Spieltag dürfte ich eigentlich immer verlieren. Nee. Stabile Punkte. Ja, Henry spielt gerne mal mit, oder? Nee. Ich weiß glaube nicht, dass er irgendwann mal mitgespielt hat. Super nervig. Mein Start war halt so beschissen. Ja, meiner auch. Ich hätte Kane niemals kaufen dürfen. Wer spielt denn? Leipzig spielt morgen erst, oder? Nee, gerade. Hast du aber gerade angepfiffen, oder? Doch. 2-0 Leipzig. Na gut, Verteidigung und Torwart bringt halt nichts. Ich habe immer obwohl. Aber spielen beide eigentlich. Na gut, Bayer kriege ich morgen noch was. Ja, bei mir auch. Ich habe halt auch noch Spieler für morgen. Hier. Ich habe morgen, schon, oder? Ich hab morgen noch Gulde. Warte. Ich tue mir kurz eine Ad an. Ich habe morgen noch Gulde, Frimpong und Knauf. So, wir sind hier bei den letzten Läufern. Des fünften Laufs, Viertellaufs. Moment. Ach, die Kamera ist aus. Die ist aus, aber hier vorne nicht. Hä? Felix! Die Kamera geht nicht mehr. Felix, die Kamera geht nicht mehr. Ja, wir gucken gerade. Ich hoffe, Leipzig bekommt noch was aufs Tor. 2-0. Alter. Schwebe, Eigentor. Wie kann man denn als Torwart ein Eigentor schießen? Indem du es zu hart abfällst. Ich hab halt ein bisschen. David Raum, du hast ein Tor gemacht. Ja. Raum. Dann kommt er jetzt noch rein, gleich aktualisiert, aber. Alter, was hat Kimmich? Alter, Kimmich hat rote Karte bekommen. Scheiße. Ja. Die vierte Minute direkt oder so. Ja, dritte Minute. Alter, direkt. Das war direkt. Und das Witzige ist, ich habe ja UNDAF. Ja. Kennst du UNDAF? Bitte? Der hat ja 192 Punkte gemacht. Einfach 11 Meter verschossen. Nee. Scheiße. Sonst hätte er 250 gemacht. Karazor hat ein bisschen enttäuscht. Nur 24. Der hat halt die letzten Male immer übelst geräumt. Wie kannst du das? Wie hast du gerade den Live-Modus gehabt? Mit dem Video gucken. Du kannst ein Video gucken, dann kannst du es kurz checken halt. Ja, okay. Rechtes Leben. So, die Kamera läuft wieder. Felix Schwarz. Wahnsinn. Er ist übrigens auch gerade live auf seinem YouTube-Kanal. Alexander Vincent, so stark. Mit Abstand der Älteste im Feld. Super starke Leistung. Aber da trinkt auch noch jemand. Da trinken noch zwei Leute. Traust dich eh nicht. Maren Schwarz interviewt gern alte Männer. Was? Oh, Alex, mein Guter, wie war die erste Erfahrung der ersten Biermeile für Sie? Krass. Krass, absolut krass. Also das Trinken ist das Schlimmste. Da ist die Kamera. Ja gut, dann müssen wir uns aber hier hinstellen. Nee, ja. Das Trinken ist wirklich das Schlimmste. Das Bier, das schäumt wie Sau. Ja, nee, aber ansonsten saugeil und ich bin das nächste Jahr dabei. Ich wollte gerade schon und fragen. Fitter. Sehr, sehr schön, sehr schön. Das ist eine Kombination, die wir haben wollen. Möchtest du jemanden grüßen?
Ja, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn. Ja. Sind und alle das ganze Orga-Team. Alles klar, gut, dann lassen wir dich nochmal los hier. Danke, danke, danke. Ich gehe zurück an die Moderatoren. Danke, Marvin Schwarz. Mir fehlt ein bisschen die fehlende Ernsthaftigkeit. Das ist immer zu ernst, die Interviews. Da fehlt der Spaß, der Witz, die Satire. Wir wollen satirischen Humor. So, da haben wir noch, da ist der SV Schalke 04, der Biermeile im vierten Lauf. Spielt heute in Orange, trinkt aber immer noch. Er versucht dann nächstes Jahr in Lauf 3 wieder. Oh, er guckt immer noch, ob noch Bröckchen drin sind. Nein, die muss vorne rein. Junge, lauf jetzt. Sehr schön. Oh, aber laufen kann er. Leck mich am Arsch. Also das wird jetzt eine 60er Runde. Also ich würde sagen, bei 18:35 losgelaufen. Der Typ hat Bock. Ja, also der hat jetzt Bock. Hey, jetzt alle noch mal laut. Felix, der läuft gerade eine 60er Runde. Pass auf. Keine Ahnung, wer das ist. Hey, das ist ein Deutscher. Aus Felix. Also auf jeden Fall ein guter Mann. Da hinten kommt er. Wo sieht man ihn? Er sieht aus, als hätte er gerade eine Bank ausgefahren. Aber er läuft auch nicht mehr so wie am Anfang. Das ist schon Fabian Schwer ins Ziel mit einer Finalrunde von 60 Sekunden. Ja, ungefähr. Aber voll Applaus für Fabian! Alter, er läuft wirklich eine fast 60er Runde. Ja. Alter! Okay, er läuft wirklich eine 60er Runde hinten drauf. Der trinkt zwar wie meine Mutti, aber er läuft wie ich früher. Nee. Das Wichtigste ist, danach die Uhr zu stoppen. Aber er hat auch Carbon-Schuhe an. Das sind mittlerweile also nur noch Carbon-Schuhe. Ich sag's euch. Die sind mir früher nicht gelaufen. Nee. So, wir nähern uns dem nächsten Lauf. Und man muss sagen, wenn man sich Jaspers Snapchat-Account anguckt, auf jeden Fall prominent heute Abend. Mädels, Jasper Ortfeld, wie hast du bei Snapchat? Wahrscheinlich wie bei Instagram Ortfelia. Edit ihn, er ist Single, der junge Bub neben mir. Ole Thösen auch. Normal. Normal. Mehr oder weniger Single. Möchtest du was dazu sagen? Jasper Ortfeld, warum starten Sie heute nicht? Ja, weil ich in den kommenden Wochen noch einen Wettkampf habe. Haben Sie Angst? Na sicher doch. Vor was denn? Vor Steffen Suftus. Steffen Suftus. Da gibt es noch ein Hühnchen zu rufen, vor letztem Jahr. Ja genau, und deswegen, er hat sich auch, wie ich gehört habe, wieder professionell vorbereitet, mit Vorbelastung und allem. Und da habe ich... Hast du gehört, was Steffen Suftus letztes Wochenende gemacht hat? Ja, so ein 24-Stunden-Spendenlauf, ist ja irgendwie 120 Kilometer gelaufen in 24 Stunden. Hut ab. Verrückt, ja. Frag mal vorne nach. Hier neben uns. Die müssen, haben die auch nicht. Okay. Ja, Steffen Justus, a.k.a. Steffen Suftus, war letztes Jahr ein bisschen angepisst, weil Jasper Ortfeld neben mir gewonnen hat. Er hat aber vier Bier, hat er halt ein Mischbier getrunken, und zwar ein Sausalitos. Das, sagen wir so, das kam geschmacklich nicht so gut an. Und hier gehen wir jetzt mit dem letzten Läufer auf die letzte Runde. Komm, Junge, auf geht's! Entschuldigung. Liegt in meiner Natur, ich muss Menschen anfeuern. Warum hat er Kopfhörer an? Genau, der hört das neue Taylor Swift-Album. Also wir bekennen uns hier auch alle als Swifties. Wir haben alle Taylor Swift-Karten für nächstes Jahr. Ich freue mich wie Bolle. Ehrlich? Es wird... Ich freue mich einfach. Es wird schön. Habe ich heute schon Werbung für unser Bier gemacht? Also.
Wir haben hier Herz und Heimat von Craft Beer Saar. Ist eine Brauerei in Rohrbach. Das Bier heißt Weißgerber, das süffige Helle. So schmeckt es auch. Also reiner als das Reinheitsgebot. Da ist nichts drin außer Hopfen und Wasser. Ist fein. Also Finger weg. Auf jeden Fall guter Stoff. Wenn ihr das... wenn ihr euch darüber informieren wollt, habe ich auch den Instagram-Namen von Bierbruder Chris, das ist der Braumeister, oder von Herz und Heimat Craft Beer Saar. Da solltet ihr einfach mal bei Instagram adden, da gibt es auch die verschiedenen Biersorten. Natürlich ist das Helle nicht das einzige Bier, es sind ja keine Amateure, aber es ist sehr, sehr fein, regional, Bio. Mehr Bio geht nicht. In diesem Sinne, weiter geht's. Jasper Ortfeld hat immer noch Angst. Er hat hier seine Startnummer liegen, er könnte laufen, aber er ist müde. Es sind nicht meine Startnummern, es sind Michas Startnummern, der einfach Ich war die Woche krank. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch letztes Jahr nicht gewonnen. Hier kommen nur die Ausreden wieder durch. Ja. Leipzig führt 4-0. Ja. Gegen Köln. Ja. Schön. Gut, dann gebe ich weiter an Felix Schwarz, der moderiert den fünften Lauf. Wir haben hier als Favoriten stehen Carsten Duchesne, Tilman Decker, Leonard Gertis, Maike Schütz. Ist das eine Frau? Ist Maike Schütz eine Frau? Und Joost Voges. Das wird ein Spaß. Macht mal ein bisschen Stimmung hier. Maren Schwarz macht Stimmung. Achso, Katy Perry ist leider, musste früher los. Die hat noch ein Konzert in München. Deswegen heute kein Katy Perry mehr. Aber der Live-Auftritt war super. So. Ich suche mir wieder irgendeinen Namen aus der Startliste und sage, der gewinnt. Oh, jetzt wird es ein bisschen emotional. Ich muss den Jungs in die Augen gucken. Er macht sich fertig. Warte mal, die GoPro ist gar nicht an. So. Jasch ist noch nicht an. Nett, dass der das der Bläs. Keine Ahnung, wie ich es machen soll. Hallo? Hallo? Alright, meine Damen und Herren. Der fünfte und somit vorletzte Lauf des Abendsgeschichts an. Wir sind im dritten Jedermann-Lauf, danach kommen nur noch die Profis. Ich darf begrüßen mit der Startnummer 401. Oder? Mr. Heinz, 12 wie eine 1, bringt 1 wie 1. Das kann sein, ja. Nein, jedes wäre sein. Bringt niemals 1, bringt nur Not auf 1. Heinz! Ja. Christian Heinz! Da geht aber noch ein bisschen mehr Support. Mein Decker hier mit der Startnummer 513. Der Rohstoff aus dem Norden. Beruflich bei der Deutschen Bahn. Genießt sein Bier wie seine Arbeitstage im vollen Zügen. Wir erwarten ihn mit 15 Minuten Verzögerung ins Ziel. Tilman! Decker! Sehr schön. Mit der Startnummer 519. Am liebsten trinkt er seinen Saft zum Frühstück, wenn er vorher geerntet ist. Nicht so noch sein Rohstoff. Soll er werden in der Single, Dritter beim IGBPT, dem St. Ingwerder Bierpong-Turnier 2022. Diesmal ist er aus dem tiefsten Süden Deutschlands. Leo! Gertis! Alter, ihr müsst jetzt euer Musikverein fragen, ob die hier die ganze Zeit Musik machen. Das ist ja so geil. Im Gau geboren. Seitdem seid ihr wie eine Kuh. Maiko! Schön. Sehr
schön, Maiko. Also Maike ist keine Frau. Maiko heißt, Maike heißt Maiko. Der Korrekturhilfe sei es geschuldet. Okay. So, wir sind genauso gespannt wie ihr. Ich habe keine Ahnung, wer gewinnt. Ich gucke mir jetzt an, wer Carbon-Schuhe anhat. Keiner? Nee? Aber einer läuft in Spikes. Ich gehe auf den Typ in Weiß. Ich versuche noch seine Nummer rauszufinden. Okay. Wir stoppen natürlich wieder das erste Bier mit. Maren macht wieder ihren Pillenwecker an. Okay. Ich glaube, es ist die 505. Das müsste der Luke Barkowski sein. So. Das erste Bier. Was soll ich sagen? Wahnsinn. So, ich warte unter 8 Sekunden. Schafft jemand unter 8 Sekunden? Mein Favorit geht vor, mein Favorit geht vor in Spikes. Oh, 8,18. Der Typ führt. Der Typ führt, ich sag dir. Luke Barkowski, Nummer 5. Wahnsinn. Der trinkt hier einen weg, aber... Auf geht's. Junge Nils, auf geht's. Nils Humpf, eine wahre Legende des Radsports, läuft gerade vor. Ohne Kniehub, nur hinten, wie der Radfahrer halt läuft. Wahnsinn. Er wird das auf jeden Fall nach der ersten Runde bereuen. Sag dem Noel, der muss langsam machen. Der sitzt hier sonst wieder eine Minute 20. Ole Thösen, das ist eine Kamera. Das ist Ole Thösen, falls jemand gefragt hat. Wegen Instagram. Wir haben natürlich, wir haben leider technische Probleme, dass, so, da kommt mein Favorit mit den Spikes, oh, er wurde eingeholt, aber enges Rennen da vorne, enges Rennen da vorne, wir stoppen das zweite Bier raus und sie kommen in die Einsaufzone, oh, 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 LP führt, Lasse Priester, 505, Luke Barkowski. Luke Barkowski, oh, er hat abgesetzt. Oh, oh, da wird Luke, Junge, auf geht's. Oh, oh, oh. Wir haben in der 521 dabei den Karim Hussein. Karim Hussein, und mit der 504 den Lukas Pierung. Alle, oh, ganz enge Kiste. Und davor wird wieder vorgeschockt Lukas Pierung. Dann kommt Luke und Karim. Lukas, Luke und Karim. Die erste Runde ist vorbei. Wir haben Nils Humm vom Drehshop Saar. Ein absoluter Laufanfänger. Er bewegt sich normalerweise nur auf dem Fahrrad fort. Er besitzt auch kein Auto. Ich denke, er ist auch mit dem Rad hier. Aber er ist sich nicht zu schade, um hier. Auf geht's, Nils! Sehr, sehr super cooler, netter Typ. Also wenn ihr mal ein Rad braucht, Drehshop Saar am Leona-Ring, am Schwamm, einfach mal vorbeigehen. Ist kein Sponsor hier, aber ein Freund von mir ist auch hier. Und der ist genauso wie ich, wenn er nicht krank wäre, würde er heute mitlaufen. Brille ist immer wichtig, damit die Gegner nicht sehen, wie kaputt man schon ist, wie man sich fühlt. Deswegen immer mit Sonnenbrille laufen. Wir haben hier den Herr von Tilman Decker von der Deutschen Bahn, der Rote, wie er genannt wird. Er struggelt ein bisschen. Ich denke, wenn er Polizist wäre, wäre das anders. Auf Tilman! Los! Tilman! 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 Also hier wird noch mit allen Mitteln gekämpft. Und da kommt schon wieder die Führungsgruppe. Wir legen die Uhr an. Ich bin gespannt. Und das erste Bier läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Oh, wir haben Luke, Lukas und Karim. Luke, Lukas und Karim kämpfen um den Sieg. Wir sind halt, wir haben die Hälfte hinter uns. Alle sind am Struggeln, das Bier wird wieder abgesetzt. Ich sag's euch, das Ding wird nachher beim Trinken entschieden. Luke macht einen guten Eindruck, guter Schluck. Vorne Lukas auch, guter Schluck. Karim lässt nur reinlaufen. Auf geht's los!
Los, Lukas Pirung ist als erster. Karim hinterher, Luke hängt hinterher. Kleine Lücke, kleine Lücke. Der Typ vorne, Lukas Pirung, Wahnsinn. Guckt euch den Schritt an. Wahnsinn, es geht, wird alles über die Frequenz geregelt. Man sieht, der Junge spielt Fußball. Auf jeden Fall. Da wird sich schon warm gelaufen für den Schlusslauf. Wir haben da das Logo des Hülo-Teams gesehen. Oh, Karim läuft ran. Karim läuft ran. Ich sag euch, das ist ein Junge für die letzte Runde. Freunde, ich sag's euch. All eyes auf die Nummer 521, Karim Hussein. Und er geht vorbei. Guckt euch das an. Wir gehen direkt in die Slow Motion. Jungs, kommen jetzt in die letzte Kurve. Noch einmal an die Biertheke. Lukas Pirung ein bisschen stärker am Glas, aber ich glaube, der Karim hat jetzt Blut geleckt. Und ich werde ihn auch noch mal dran erinnern. Wir sind bei einer Zeit von 4,53, 4,54. Jost hat am Ende noch überholt. Was? Jost hat am Ende noch überholt. Das ist der das Karim. Das ist der Karim. Der erste wurde gerade dahin. Ja, ja, ich weiß. Und der Karim führt jetzt. Das ist aber der Pirung. So, da kommen sie. Das ist der Lukas Pirung und der Hussein. Der Karim Hussein. So, auf geht's. Nee, das sind der Karim Hussein. Das ist der Jost Voges. Ich war die ganze Zeit bei der falschen Nummer. Jost Voges, es tut mir leid. Ich bin zwar Teil des Vereins, aber ich kenne die Jungs nicht. So, wer geht auf die letzte Runde? Jost führt. Jost führt, geht auf die letzte Runde. Und Lukas Pirung geht hinterher. Auf, aber ich sag's euch, dem Jost Voges ist das nicht zu nehmen. Der gewinnt das Ding hier. Wahnsinn. Und Frank Schwarz, das muss man erstmal machen als Tischtennis-Legende. Tillmann geht auch auf die vorletzte Runde und dem Luke. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Luke hier gleich noch den Eimer voll macht. So, und da kommt nochmal die Legende Nils Humpf in seine letzte Runde. Nils, du bist großartig! Auf geht's, Nils! Nils Humpf, wirklich? Wenn wir die Biermeile auf dem Rad fahren würden, die anderen hätten keine Chance. Ich sag's euch. Felix! Unglaublich! Unglaublich! Oh, 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 oh! Und es gewinnt der Lukas Pirung! Gegen den Jost Voges auf der Zielgerade. Wahnsinn! Wahnsinn! Maren! Maren! Mama mich! Mai Guda, direkt nach der Biermeile. Wie war's? Unfassbar anstrengend. Aber klasse. Wie sehr musstest du kämpfen? In der letzten Runde. Unfassbar. Was war das schlimmste Bier? Das letzte. Wirklich. Wie war's für euch beide? Super, fast gekonnt. Hey, aber fast nur. Ganz klar. Aber stark gelaufen. Hattet ihr euch besonders vorbereitet oder nicht? Nein. Einfach gelaufen. Ja. Basketball war ich auch. Jungs, ihr habt euch beide die Flagge verdient. Einmal beide für die Flagge hier. Beide super Leistung. Jost Voges und Lukas Pirung. Maren! Maren! Und Frank Schwarz. Frank Schwarz kommt an den letzten Wechsel. Wahnsinn. Ich sag euch, der wird euch halt immer noch fünfmal Schmetterbälle in Ballon abwehren mit drei Bier im Kopf zurückbringen. Ausgelassen, weil sie waren hier voll im Bettel, hat keine Flagge geholt. So, der fünfte Lauf ist immer noch im vollen Treiben und alle bereiten sich auf den Profi noch vor.
Jost Roge ist gekämpft bis zum Schluss, auf den Ziel gerade eingeholt. So, Frank Schwarz geht auf die letzte Runde. Immer noch eine grandiose Zeit. Aber ist so krass trinkfest, das ist so asozial. Ja, ist mega stark, musst du was nachlegen. Simon, bitte! Ach, Simon, lauf! Also, Tillmann leidet. Tillmann leidet. Und im Ziel ist Nils Junge. Nils Junge! Wahnsinn, Nils Hump im Ziel. Und hier sind schon alle ganz aufgeregt. Das nächste. Also wir haben natürlich technische Probleme. Der E-Scooter hat keinen Akku mehr und ist zu langsam für den Profilauf nachher, weil der muss. Also ich erkläre Ihnen das kurz, wenn ihr den Weltrekord laufen wollt. Wenn der E-Scooter einfach nur mit 20 km/h durchgängig läuft, seid ihr weit unter Weltrekord. Nee, also über. Ihr seid langsamer als der Weltrekord. Ihr müsst viel schneller laufen, als der E-Scooter fährt. Das heißt, der normale, standardisierte E-Scooter in Deutschland mit 20 km/h ist viel zu langsam, um bei der Biermeile bei einem Weltrekord mitzufahren. Er fährt den nämlich 1,12er Runden. 1,12er Runden mal 4 sind 4,48 und der Weltrekord liegt bei 4,33. Habe ich das richtig gerechnet, Jasper Ortfeld? Ich glaube ja. Soll mal was anderes sagen. Boah, geil, Tillmann, Junge. Frank Schwarz, eine Legende. Wirklich. Wahnsinn. Dieser Mann. Vier 28 mittlerweile die Bier. Der Biermeilen-Weltrekord. 4,28. Das ist völlig krank. Wahnsinn. Also das ist der deutsche Rekord mit 4,24. Nee. 4,24 ist einfach 5,25. Ist fast eine Minute zu langsam. So. Was sagt die Uhrzeit? Wir haben noch 20 Minuten bis zum Finallauf. Hier wird angefeuert bis zum Schluss. Die letzten Teilnehmer kommen ins Ziel. Super starke Runden, 12,20. Also wie gesagt, alles so um die 10 Minuten bei der Biermeile ist einfach grandios. Hier wird auch angefeuert bis zum Schluss. Also 10 Minuten habt ihr noch, um meine Startnummer 7 zu bekommen, um beim Finallauf mitzulaufen, beim Profilauf. 10 Minuten hast du vorbereitet, hoffe ich ja. Was ist Mute?
Mikrofon? Geht nur beides. Achso, dann lass das Mikro, den muss ich lassen, das Mikro. Thank you.
grüße ich euch jetzt alle mal auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Schütz Schwarz und wir starten in circa 10 Minuten mit dem Profilauf heute Abend. Das absolute Highlight. Wir haben Top-Kandidaten am Start. Marc Trautmann, Tim Hellwig, Jan Emmerich, Ben Böhm, Paul Weindl, Jens Krem. Micha Zimmer wird für sein erstes Bier am Start sein. Moritz Göttler, Maximilian Gebhardt. Maximilian kann leider nicht mitmachen. Marc Borsch, Jakob Reininger, Steffen Suftus, Finn Mengele, Chris Ziemer, Yannick Ziemer, Henrik Schmidt und Philipp Klein. Also wir haben ein absolutes Spitzenfeld heute und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen würde. Vielleicht knacken wir heute wieder, wie letztes Jahr, den deutschen Rekord von 5 Minuten 15, der letztes Jahr von Jasper Wartfeld aufgestellt wurde. Aber ich bin sehr gespannt, was der Abend noch bringen wird. Hallo, hallo. Sind jetzt auch mal
Ich habe hier den Vollnarissinger Jasper Ortmann zu meiner Seite. Denkst du, dass das dieses Jahr geschlagen wird, deine 5.15, die wir lehren, mit den schnellsten Sahnen in St. Bett aufgeboten? Ich weiß es nicht, weil Steffen letzte Woche noch eine schmackige 120 Kilometer im Spendenlauf gelaufen ist und selber meinte, er ist nicht ganz so in Form, aber wir werden es später sehen. In 10 Minuten, knapp 10 Minuten, ob Steffen an die Leistung vom letzten Jahr rankommt oder diese sogar überbieten kann. Ich bin auch sehr gespannt, dass das Ganze wird. Vielleicht haben wir auch einen Underdog, der am Start ist. Definitiv. Man kann es nicht wissen. Also bei den Profis ist es ja wirklich alles möglich. Da kann einer kotzen und ist raus. Es sind nämlich besondere Regeln. Die Flaschen sind nämlich jetzt zu, nicht mehr bei den Jedermännerläufen. Die müssen selbst aufgemacht werden. Dafür haben wir extra Flaschenöffner bereitgestellt. Und wer kotzt, muss eine extra Runde laufen. Und somit ist der Rekord eigentlich schon nicht mehr in greifbarer Nähe. Also, ihr seid alle ready? Felix, los geht's! Was ist denn dein Tipp für? Wer macht das denn? Ja, ich gehe, glaube ich, sicher auf Steffen Justus. Mit der 5.21. Denkst du, Tim kann bei ihm mitlaufen oder vor allem mittrinken? Mitlaufen kann er ja definitiv. Mittrinken wird sehr schwer, also es kommt darauf an, ob er das erste Bier schnell runterkriegt oder nicht. Wenn er das erste runterkriegt, dann kann er dranbleiben, aber das werden wir gleich sehen. Und ich sehe die Begrüßung, die geht jetzt. Und ich übergebe das Wort an Felix Schwarz. Meine Damen und Herren, es ist der finale Lauf des heutigen Abends. Ich hoffe, dass ich mein Mikrofon geregelt bekomme. Danke, Marvin, das klappt. Wir sind endlich beim Profilauf angekommen. Es war bisher schon eine kleine Leistung von Athleten und von Zuschauern, aber für den Finallauf, da geht doch mal was. Ich will jeden hören, der da ist. Ihr habt alle eure Infozettel, also alle den Nachnamen. Sind die Herrschaften da vorne bereit? Meine Stimme ist es nicht. Felix! Mach nochmal ein bisschen lauter, die Musik machen. Im Bild sehen wir gerade Frank Schwarz mit seinem Bier in der Hand. Jeder hat sein Infozettel parat. Denn jetzt geht es los. Mit der verdienten Startnummer 1. Auch unser erster Profiathlet ist im vergangenen Jahr hier gestartet. Er hat seine Runden geleckt. Ehemaliger Triathlet und heute wird das Bier gelegt. Dem traut man noch einiges zu. Doch vermag er zu gewinnen mit der Startnummer 1. Frank! Hauptmann! Das zählt es zu. Ja. Soundtrack! Oh,
Auf geht's, Jungs! Da wird noch einmal auf Fairplay angestoßen. Und die letzten 10 Sekunden laufen. Könnt ihr das schaffen? Aber der Kerl gibt Gas. Es wird ganz, ganz.
ganz eng. Fabi Kraft immer noch auf Platz 2 in der Trinkzone. Ist das gefährlich jetzt? Und da kommt der große Trupp um den zweiten Platz. Und Fabi geht auf die Laufstrecke, auf die letzte Runde. Auf geht's, Jungs, komm! Auf geht's! Wir überschreiten diese Sekunde die 5-Minuten-Marke und Steffen Justus sollte so langsam Richtung Ziel kommen. Kommt auf die Zielgerade! 5 Minuten! Er biegt jetzt auf die Zielgerade ein! 5 Minuten 15 ist vorbei, inoffizieller Rekord, mit der nächsten bekommen! Das wird ganz, ganz eng! 8 Sekunden ist der Rekord! Da geht alles, jetzt in den Sprint! Das kann er schaffen! Das Ziel! 5:29.69! Damit hat er seine Leistung vom letzten Jahr bestätigt. Auf jeden Fall! Und jetzt geht es noch um Platz 2. Man sieht hier die neue Generation von Next Gen Ding, man feuert Marc Trautmann an, genauso wie Michael Zimmer. Jetzt fangen wir Fabi Graf, der jetzt ins Ziel kommt. Platz 2 für Fabi Graf. Da wird er sehr sportlich von seinen Kollegen abgefahren. Paul Meinl mit Platz 3. So, wir warten jetzt gerade auf die Ersten, die ins Ziel kommen, sind beim Profilauf. Die kommen gleich hierher. Fasse noch am Trinken, sieht man im Hintergrund. So, da kommt der Erste, wohlverdient. Steffen! Ganz mein Vorbild, nein. Wie ist es jetzt diesmal zu gewinnen, da Jasper nicht mitgemacht hat? Super cool. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor der ganzen Nummer. Weil so Bier-Echsen, Bier trinken viel und so ist schon gut, aber Echse ist halt eine andere Nummer. Und klar, schade, dass Jasper nicht mitgemacht hat. Aber jetzt noch ein kleiner Side-Tip. Wenn er mal mit komplettem Bier hätte machen müssen, wäre es echt spannend geworden heute. Und wir haben gehört, dass du dich sehr gut vorbereitet hast. Die Vorbereitung war im Urlaub auch mal 1-2 Helle gönnen, aber halt nicht Echsen. Das ist halt der Knackpunkt. Und ja, einfach mal letzten Sonntag in 24 Stunden 120 Kilometer laufen. Ja, macht nicht schnell, aber langsam. Das ist die Hauptsache. Der erste Sieger des Profilaufes 2023. Ja. Herr Kraft, kommen Sie bei mich. Der unerwartete Zweite, muss man sagen. Viele haben auf Helwig getippt. Was sagen Sie dazu? Lief ganz gut. Das war jetzt meine zweite Biermeile schon. Die letzte ist aber ein bisschen her und da habe ich auch nicht so performt. Damals hat mich noch Felix überrundet, deswegen bin ich auch ein bisschen überrascht, wie das heute lief. Aber ja, die letzten paar Tage ging der Alkoholkonsum schon ein bisschen nach oben, deswegen war ich eigentlich echt in Sachen Trinken schon relativ optimistisch und deswegen, ja. Sehr schön. Können wir nächstes Jahr wieder mit einem Start von Ihrer Seite aus rechnen? Bei was? Bei Wer will Biermeile am 26. Oktober nächstes Jahr. Na sicher. Nächstes Jahr nehme ich mir ein bisschen vor, mehr Bier davor zu trinken. Ich habe eher auf Wein gesetzt in der Vorbereitung. Das war vielleicht nicht so gut wegen der Kohlensäure. Aber nächstes Jahr greifen wir auf jeden Fall Steffen an und da gibt es einen anderen ersten Platz. Sehr schön, das sind Ambitionen. Vielen Dank fürs Interview. Ich gebe zurück an die Moderatoren. Vielen Dank, Maren Schwarz. Da kommen die letzten Läufer, Moritz Göttler, die Legende. Das wäre auch ein Typ für die Moderation, denn dumm schwätzen kann er besser als eine Biermeile laufen. Gesamtzeit habe ich jetzt leider nicht, aber um die 6 Minuten. Super starke Vorstellung im Profilauf. Steffen Suftus hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Großartiges Event wieder von Felix Schwarz und der Next Dingma Generation. Nächstes Jahr, 26. Oktober. Wir freuen uns alle. Ich werde mich extrem darauf vorbereiten. Ich denke, das wird das Highlight meiner Trainingssaison. Und natürlich nur im Glas. Aber ja. Ja, wir hoffen alle noch. Nee, schön war's.
Alles, was jetzt folgt, ist die Siegerehrung. Ein bisschen Dummgeschwätz und ja. Wir freuen euch auf uns nächstes Jahr. Freut euch auf uns nächstes Jahr und wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, Angriff. Es ist, ihr müsst einfach aufhören, weniger zu trinken. In diesem Sinne, schönen Abend, schönes Wochenende. Wir haben jetzt in den nächsten 5 bis 7 Minuten die Siegerehrung, die hier passieren wird. Es wäre cool, wenn alle noch da wären und unsere Sieger ehren würden. Und danach geht es weiter in der Glasbier-Metzgerei in der St. Ingberter Innenstadt. Also in 5 Minuten ist hier die Siegerehrung.
ist ja. Wie ist das denn bitte? Ja? Warte. Felix, filmen wir mal die Siegerehrung noch oder soll ich jetzt schon streamen? Mach die Siegerehrung und film die gerne mit. Das muss dann irgendjemand übernehmen. Mach du das gerne? Mach du das Geschiss? Nicht du noch mal, du musst nicht gerade, weil ich muss aufs Klo. Alter, wir haben richtig Songs gemacht mit dem Verkauf. Ja? Die roten sind alle weg. Sehr gut. Die weißen auch noch kaum. Ihr seid doch nicht mal das hier. Ja? Ich weiß, das ist ein Los. Warum musst du das hier mit dem Kopf machen? Komm doch gerade. Hier ist Klo, das ist doch unser Weg zu beigehen. Jeder bekommt dasselbe, also 1, 2, 3 bei der Viermeile ist alles dasselbe wert. Deswegen alle, die irgendwie in die Top 3 bei den Laufen gekommen sind, werden jetzt aufgerufen. Und wir beginnen, wie wir den heutigen Abend begonnen haben, mit dem... Moment, Frauenlauf war nicht das letzte. Nein, ich bin unser Trainer. Stell mal auf die Kamera 1 bitte. Drück mal auf die 1 und dann auf das Cut. Jetzt müssen wir die. Ja. Der drittplatzierte das Kostüm drauf. Sebastian Maslen in einer Zeit von 12 Minuten und 39 Sekunden hat er den dritten Platz gewonnen. Da gibt es irgendwo nur Nummer 3 vorne dran, genau. Da muss man hin. Schneller waren nur 2 Personen noch. Einer davon, Marius. In einer Zeit von 11 Minuten und 27 Sekunden ist der Zeitplatz von der Sendung bei der Bierwolle. Yeah.
Nummer 1. Mein Onkel, ich bin sehr stolz. In einer Zeit von 8 Minuten und 45 Sekunden belegt er heute den ersten Platz in seinem Glücksversuch. Ey, euer Papa hat mich fast rasiert. Da hat nicht viel gefehlt. Was meinst du, hä? Ha? Was meinst du, ja. Du musst ein bisschen mehr trainieren. Ja. Lass euch feiern. Aber der ist echt gut getrunken. Ich war so medium am Ende. Was hast du gemacht, was? Ja, genau so habe ich gemacht. Du hast mir Kopf. Ich hab für dich meine Sehne rausgeschrieben. Da brauch ich nie keine Stimme mehr. Geh mal mit nach Hause, Jungs. Yeah.
In einer unglaublichen Zeit von 7 Minuten und 46 Sekunden. Christopher Stark! Soll ich das mal da hinwerfen? Nee, nicht.
Vielleicht macht die da Kamera einen Abgang. Nummer 2, den Namen kenn ich. Du machst das Geschicht mal weiter. Du hast noch 20 Zeit, um das hier aufzuladen. In einer Zeit von 7 Minuten und 2 Sekunden, was unglaublich ist, weil eigentlich kann man nicht laufen, deswegen muss er die Schnee gelaufen haben. 7 Minuten und 2 Sekunden, Platz 2 ist jedermann laufen. Jungs! Bonus! Es wird immer noch einer in der Mitte. Woher kennst du Luca? Ganz knapp vorne dran. In einer richtig starken Zeit von 6 Minuten 58 auf die Barriere von 10 Minuten gebrochen. Platz 1 ist jetzt wieder mal los. Lukas, Pirouf! Und gehst jetzt noch in die GWM oder nicht? Vielleicht, kommt doch hin. Das Problem ist, ich hab kein Geld. Mensch. Ich bin broke. Mach einfach auf, sag einfach, das geht alles auf Felix. Hallo. Moin. Nein. Okay, finale letzte Lauf der Erde des heutigen Tages. Ach Digga, man sieht man sogar da drin noch. Es war ein Bogenschlag. Das hier merkt man auch an der Zeit. Rekord-Eck rivalisiert, also so, sag mal doch, Platz 1 war der Sagina, wie war der 20-20, Stefan,
H-I-H-I. Ich bedanke mich vielmals. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei allen Anwesenden. Die After Race Party ist in der Glasbiermetzgerei. Jeder, der noch kommen möchte, kommt bitte vorbei. Alle, die noch duschen möchten, bitte in den nächsten 5 bis 10 Minuten an dieses SU-Zelt kommen. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die hingeht und der Rest geht dann. Ich bin gerade am Reden, hallo? Und der Rest in die Glasbiermetzgerei sofort. Ich habe noch zwei.
Wir haben was auf dem Mixer hier. 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 Wir ha